Loslegen. Herzlich willkommen zur 87. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcasts. Wie immer über das Internet zugeschalten. Unser charmanter Konferencier, der sich heute wieder einmal wie immer schmatzt und durch diesen Galaabend führt. Und ich hoffe nicht, dass ich das tun und muss. Ich bin die fesche blonde, das fesche blonde Booth Babe, das eigentlich nur dafür im Fernsehen ist, um den Männern die Stange zu halten. Hallo! Sei mal froh, dass die Zeiten lang vorbei sind, ne? Ja, schade. Schade. Ich muss sagen, das ist schon ein bisschen schade. Nein, es ist früher okay. War alles besser. Ich wüsste nicht was, aber okay. Ja, mehr nackte Frauen. Naja, gut, ich glaube, als Hüftdolen. Ich glaube, du musst dazu nicht in die Vergangenheit reisen. Ich glaube, das reicht halt, wenn diverse andere Plattformen im Internet aussuchst, wenn das unbedingt haben okay, willst. Ja, stimmt natürlich, ja. Ich meine sogar, du brauchst gleich Instagram aufmachen. Echt? War mir noch nichts aufgefallen, aber ich nutze das ja nicht mehr. Ja, sei froh, aber das ist, oder Twitch hat ja das gleiche Problem. Ja, stimmt, ja, genau, da haben sie jetzt einmal eine rausgeschmissen, gell? Also entmonetarisiert, weil, ja, wobei, ich habe mir das dann angeschaut, also nicht angeschaut, ich habe mir mal angeschaut, was die Damen so auf Twitch machen, und manche Mädels, die zocken, also die zocken wirklich, lassen sich das Bild aber auf ihren blanken Hintern projizieren. Ja, nein, das ich ist sage, das, das was ist die ja. Jungs dann anschauen, und ich denke mir dann. Wo bist du jetzt im Internet wieder falsch abgebogen? So, was ist da jetzt der sexuelle Reiz? Ich sehe Fortnite ja auf zwei Arschbacken. Du, frag mich nicht. Ich meine, das Spiel ist ja so schon. Naja, okay, aber. Du, frag nicht, es ist, das will ich gar nicht wissen, was da der Hintergrund ja, ist. Ja, ich würde nicht sagen, wenn es expliziter ist oder irgendwas, okay. Ja, dann widerspricht es natürlich schnellstmöglich den Richtlinien von Twitch. Aber sowas wie, okay, ja, ich lasse mir Fortnite auf den Arsch projizieren und wackel ihn mit den Hintern. Man muss aber auch sagen, Twitch geht nicht sehr konsequent dagegen vor, wenn man ehrlich ist. Jein, ja. Das Problem haben sie ja seit Jahren. Wie machen? Ja, ich meine, gut, die haben normal sicher die Möglichkeiten. Ja, inwiefern? Naja, sie sollen es einmal ab 18 plus machen, nachher die Dinge. Weil das finden schnell raus. Also das erzählen wir denen nicht, dass Amazon nicht die Ressourcen hat, das rauszufinden, was das für Content Ja. ist. Aber natürlich, Twitch verbrennt ja Geld. Ja, aber andererseits, warum lässt man es nicht einfach auf Twitch? Und wer das schauen will, hat sich einfach mit einer Visa-Karte zu authentifizieren, Punkt. Oder mit einer Geldkarte. Wäre natürlich auch eine Option, dann ja. Dann ist es einfach drauf und fertig. Ja, es ist das. Ich meine, das Problem ist halt das, du hast halt, Twitch ist ja nur die ganze Vorstufe für die ganzen Geschichten. Das wird ja dann, das geht ja dann auf diverse andere Plattformen natürlich weiter. Ja, sicher. Das ist ja immer leid, diese Vorstufen sind halt Instagram, TikTok, Twitch, und danach gehst du halt in die ganz anderen Schienen dann Ja, rein. ja. Aber, ja, mei, dann. Also sonst hast du wirklich das Ding, dass sich wieder unterschiedlichste Plattformen oder dass es andere Plattformen ich mein, gibt, die weniger, sagen wir mal so, wo es weniger seriös zugeht.
Deswegen, meine, das du Problem. könntest bei Twitch ja wohl an so ein 18 Plus, also 18 Plus Ja. Weiche schaffen. Ganz einfach. Dann bleib einfach das Eben. auf der Plattform. Ist aber für die Ja, kleinen ich Pubertierenden glaube, da bisher geht nicht sichtbar. ich glaube, da geht es dann auch eher darum, warum die das ja nicht als diese Streamerinnen oder Streamer, wahrscheinlich Mehrzahl in dem Fall Streamerinnen ausnahmsweise, die deklarieren es ja nicht als 18, weil dadurch kriegst du ja weniger Ja, Werbeeinnahmen. klar. Es geht ja um das, es geht ja im Endeffekt geht's ja ums Geld. Ja gut, das stimmt ja dann in dem Sinne eh schon wieder. Aber ich glaube, dass es ein Unternehmen wie Twitch oder Amazon, was dahinter steht, im Prinzip eigentlich scheißegal Ja ist. klar, nein, es ist ja das die Geschichte, es ist ja Ja, scheinheilig, weil denen, die wollen ja damit Views machen und Werbung verkaufen und der genau. Content-Zirk, die machen das ja auch nur aufgrund von, ja, Druck von Republikaner oder Familien, Ja, ich meine, ich glaube, Rechtsorganisationen und was auch immer. ich mein, das Problem ist halt auch das, ich meine, Twitch verbrennt ja nach wie vor pro Stream Geld. Also das ist ja nicht, das bringt ja nichts, das Ding Ist eigentlich. es immer noch nicht. Der Twitch bringt, also die letzten Zahlen, was ich weiß, verbrennt es noch immer Riesensummen Geld. Ja, warum betreibt man es dann noch? Das frage ich mich auch schon seit langer, langer Zeit. ich kann dazu nicht viel sagen. Also mein Twitch-Konsum ist äußerst minimal. Ich habe einen Account, ja, um einfach hin und wieder mal ein paar Sachen zu schauen, aber die haben weder viel mit Gaming oder mit was anderes zu tun. Ich folge da einfach drei, vier Leute, die guten Content liefern und das war's. Ja, geht mir ungefähr auch so. Also, das ist so das mein Twitch-Konsum, Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, jetzt muss ich mal aufmachen, damit ich weiß, bei welcher Minute das hier steht. Mein Gott, hier ist so viele Fenster laufen. Kommen wir zum ersten Thema. Und zwar, jetzt kenne ich mich noch gar aus. Mehr Gaming-Inklusion. Ist ein cooler Artikel. Das habe ich jetzt schon. Es hat es in letzter Zeit schon öfters gegeben und ich habe schon öfters gesehen. Für Menschen mit gewisser körperlicher Einschränkungen, was halt Bewegungsfähigkeit in Händen angeht, oder man hat nur einen Arm oder nur eine Hand oder was auch immer, oder Aha. ist körperlich eben zum Gamen nicht hundertprozentig geeignet, gibt es ja unterschiedlichste Ansätze, wie so ein Controller ausschauen könnte zum Spielen, damit man wirklich am Spiele spielen kann, so gut wie möglich. Und da finde ich den Proteus Controller ziemlich cool. Das ist nämlich von BioWave und Microsoft will den jetzt so rausbringen in Zusammenarbeit mit BioWave. Das ist ein Controller, der ist steckbar. Also du hast mehrere Ebenen, die du verwenden kannst und der ist steckbar und die Buttons, Steuerkreuze und Analogsticks sind auf einen Kreis angeordnet. Also das heißt, es sind einfach wie kann man es beschreiben, zwei Tennisbälle, die übereinander zusammengesteckt sind und auf der Außenseite des Tennisballs sitzen die, ja, Buttons. Das finde ich vom Ansatz her mal ziemlich interessant. Es gibt schon eine andere noch. Aber haben wir gedacht, das hat mir wirklich recht gut überzeugt, weil du kannst die Teile auch sehr frei miteinander kombinieren und zusammenstecken. Das heißt, entweder du kannst es als einen quasi zusammengesteckten Knüppel in der Hand halten oder auf einen Tisch platzieren und vier Bälle miteinander kombinieren, sodass du die Schultertasten mit Mittel und Zeigefinger Ja, bedienen ich sehe. kannst. Also der ist frei konfigurierbar, frei zusammensteckbar. Die Tasten und die Analogsticks und was auch immer lassen sich auch frei platzieren auf die Kreisel.
Ja, ich sehe, ja, das ist Das gut, das ist, ist also super. es, also auf den ersten, also man wird damit nicht hundertprozentig alle treffen, die gewisse Einschränkungen haben in der Hand und im Arm. Das glaube ich sowieso schwer immer, Aber ich aber glaube durch, also ich kann mir vorstellen, dass es durch die ich Modularität meine, zumindest viele erreichen kannst. ich finde das eine da, was man bei Bild 1 als Beispiel sieht, wenn du wirklich einen Arm hast, finde ich das relativ durchdacht, weil im Endeffekt kannst du alles Ja. erreichen. Also das ist nicht, das ist gut, weil ja, nein, das ist Wie gut. schnell man ist, ist eine Ja, ich andere meine. Frage. Aber es ist vielleicht auch nur Übungssache. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Ich meine, ja, es wird bei gewissen Spielen natürlich, du hast einfach das Handicap, bleibt natürlich irgendwo, Ja. weil natürlich kann ich mit zwei Händen, ja, mit einem normalen Joypad kann ich halt mehr gleichzeitig machen, das ist klar, weil ich habe halt zwei Ja, Hände. eben. Aber das ist halt zumindest die Möglichkeit, weil sonst kannst du gar nicht spielen. Genau, das geht so, ja. Weil ich glaube, sonst war, ich glaube, das hat mir sogar mal jemand gesagt, das hauptsächlich, was für ihn so Computerspiele waren, der hat leider einen Arm gehabt. Das ist halt hauptsächlich auf Tastatur gegangen. Hey, Weil da hast du das Problem nicht. eben, ja, also ich kenn das eben so, Tastaturblöcke, die sich vergleichsweise modular zusammenstecken lassen können. Also du kannst ja da deine, also prinzipiell, so Tastatur ist eh schon sehr modular, weil du kannst da deine Tasten ja so belegen, wie du es haben willst. Das ist ohnehin schon einmal so Genau. klar. Aber es gibt ja natürlich auch die bisschen Tasten, wo du so Makros und so weiter schreiben kannst oder wo du dir die entsprechenden Genau, Makros ja, das gibt's einrichten dann. kannst und wo du dir zusätzliche Tasten noch als Block dazu hängen kannst an die Tastatur. Also eh so die klassischen Gaming-Tastaturen. Die sind da sicher auch nicht so schlecht, ja. Andererseits nur mit einem Arm und Tastatur, Shooter wird dann schwer, Das wird super schwer. weil Zielen ist da leider mit der Maus. Früher ist alles mit WASD gegangen. Ja, da hat man sich auch mit WASD durchbewegt. Oder Ja, Q und richtig. E, so in die alten klassischen Shooter, aber Das Problem ist, du bist natürlich, ich meine, wäre noch cool, wenn der Controller noch so ein paar Tasten hätte, dass wirklich so Skripte oder sowas einbinden kannst, dass so gewisse Abläufe, die halt mit einer Hand blöd zu betätigen sein, dass die einskripten könntest. Ja. Aber sonst ist das eine coole Idee, ja. Ja, finde ich ja, das ist ziemlich cool gemacht, ja. Also, das schaut, ja, ist nett. Schaut gut aus. Gut. Ah. So, wir kommen wieder mal zu Clemens, sein Lieblingsthema. Dass er wieder mal was über den Xiaomi hört. Kaputtes Auto. Ja. Hey, ich weiß es nicht. Es ist, ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler oder sonst was war. Weil da ist irgendwo, war in der Future Zone diese Headline, dass der SU7 nach 150.000 Kilometer Ah ja, schrottreif ist, den Artikel habe ich auch gelesen, ja. mit Fragezeichen. Ich meine, ich wage jetzt einmal zu bezweifeln. Ich glaube halt einfach, sie haben halt da so geschrieben, dass sie nach 200.000 Kilometer auseinandergebaut haben. Genau, ja, genau. Da. Ich würde von einem Also, Übersetzungsfehler wahrscheinlich aus. ich hab da eben einen anderen Artikel dazu auch gelesen und da ist man sehr von einem Übersetzungsfehler ausgegangen, weil die eigentlichen Message, die da der Herr genannt hat, war, man hat das Auto so getestet, dass man 200.000 Kilometer drauf gefahren ist innerhalb kurzer Zeit und dann hat man das Auto auseinandergenommen, um zu schauen, wo sind jetzt die Probleme. Und das haben Ja, sie so wie man mehrfach das gemacht. halt Ja, macht. eben. Ja, so wie man. Also normalerweise sind es gleich so 100.000 Kilometer Zyklus, wo so Autohersteller durchtesten. Die haben es ein bisschen auf die Spitze, also weitergetrieben, haben gesagt 200.000 Kilometer, da haben sie, oder 150 bis 200.000 Kilometer, da haben sie mehrere Fahrzeuge getestet in der Hinsicht, also mehrere Ausgaben ihres Modells und ja. Und dann haben sie es also angenommen, um zu schauen, wo sind jetzt die Flaws und wo sind da die Probleme.
Genau, also das glaube ich auch Ja. eher. Also das andere. Ja, das wäre jetzt schon, also so sehr ich das Auto immer noch als besseren elektrischen St Roboterstaubsauger betrachte, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der freiwillig sagt, unser Auto ist noch 100.000 Kilometer Schrott. Ich meine, obwohl ich sagen muss, für meinen Roborock hab ich relativ lang Software-Updates gekriegt. Das kann gut sein. Ist der von Xiaomi? Ich habe Roborock, glaube ich, gehört zu Xiaomi dazu, oder? Roborock, Oder nicht? Roborock. Roborock. Was gar nicht. Die Seite lädt recht langsam. Oder gar nicht. Was soll es eigentlich nicht? Keine Ahnung, Also kann auf ich gar nicht sagen. Wikipedia steht einmal, bei der Unternehmensgründung spielte das für Telekommunikationsgeräte bekannte Unternehmen Xiaomi eine entscheidende Rolle. Ah. Zurzeit ist so von Haus halt, ja, okay, sie sind halt irgendwie verbandelt oder was weiß ich was, oder so halt irgendwie. Ja. Gut. Boah. Entschuldige. Okay. Ja. Ja, also so viel dazu. Also ich glaube, das Auto wird schon 100.000 Kilometer durchhalten. Aber Das glaube ich jetzt auch. ja. Also. Also. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Schrottreif wird es nicht sein nach 100.000 Kilometer oder 150.000, aber ziemlich im Arsch kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das sind ja viele von den Autos heutzutage, von den Neuwagen. Ob man die Naja, jetzt gut, von das ist. Stellantis oder von Volkswagen holt, schon allein die downgesizte Verbrennertechnik mit 1 Liter Hubraum und 3 Was Zylindern und 100 PS. du immer gegen das hast? Weil die Physik Grenzen hat. Ja, das läuft kein Elektroauto. Na eh. Na, ein kleiner Motor mit viel Leistung und wenig Hubraum, auf den wirken extremste Kräfte. Und das Naja, Zeug gut. hebt, die heben keine 352.000 Kilometer, so wie mein 1,9 Liter Turbodiesel, der 352.000 Kilometer hat mittlerweile. Ja, du kannst ja Glück gehabt haben mit deinem Auto. Na, die halten wirklich alle so lang. Ich bin nicht der Einzige in meinem Ja. Bekanntenkreis, der so viel Kilometer drauf hat. Aber ja, gut, normal ist ja bei einem modernen Auto, hast ja vorher eher schon ganz viel andere Probleme, die das Ding als Totalschaden abstempeln. Das würde ich so gar nicht sagen, weil was soll nur noch eine spielen außer Getriebe und Kupplung? Naja, ich Getriebe, meine, Kupplung und Motor sind die naja, Anfälle, sind die, was die Belastung haben. unterschätzt bei einem modernen Auto auch nicht. Rost. Ja, Rost ist, ich mein Gott, das ist bei unseren Breiten, das kann da immer passieren. Was ein Problem ist, ist Elektronik. Und was sehr teuer werden kann bei modernen Autos, ist Licht und Beleuchtung. Ja, aber das ist kein Totalschaden. Ein Motorschaden Naja, ist ein Totalschaden. es ist so, du kannst rechnen, bei manchen Autos, wenn du da LED-Scheinwerfer oder sowas hast, wenn du die tauschen musst und dein Auto ist wahrscheinlich 10 Jahre alt, hast du wahrscheinlich einen Totalschaden. Ja, okay, das kann Das, durchaus ich sein. meine, Ja. rein theoretisch, du kannst das natürlich tauschen, ist alles klar, aber die Frage ist, ob du das noch tauschen wirst. Ja, aber wenn wir jetzt reden, wenn du jetzt sagst, 10 Jahre, LED-Scheinwerfer noch 10 Jahre, wenn du
keine Ahnung, im Jahr 15.000 bis 20.000 Kilometer fährst und du hast einen so einen Mini-Downsize-Motor, wo ein Zylinder so groß ist wie ein Stiftelbier, dann hebt der keine 10 Jahre, dann ist der noch 5 Jahre im Arsch. Ich meine, die meisten Leute fahren auch nicht so weit. Die durchschnittliche Wegstrecke ist viel weniger. Was ist die durchschnittliche Wegstrecke pro Jahr? Hör mal, aber jetzt ist halt die Frage, wen glaubt man da jetzt an? Also, das ist jetzt immer so die Sache. Also, ich nehme jetzt das VZÖ Mobilität von 2023. So, also, ich poste es jetzt da rein. Laut VZÖ, wat, da siehst du es jetzt eher, gell? So, da steht jetzt einmal, also es sind 140 Millionen Kilometer pro Tag, legt man mit dem PKW zurück. Im Schnitt legt ein Autohaushalt 45 Kilometer pro Tag zurück. Das sind in der gesamten Fastenzeit fast 1800 Kilometer. Also das war Autofasten, okay, ja, genau. Ja, im Also. Durchschnitt 45 Kilometer pro Tag. Ja, das sind 16.425 Kilometer pro Jahr. Wenn jetzt, ich meine, es ist halt jetzt schwierig zu sagen, du hast da sicher manche, die wesentlich drüber Ja, sein und und ganz viele, die drunter sein. sicher, aber mir geht es um den Durchschnitt und die Kräfte, die auf so einem Minimotor liegen, es war ja kein Problem, es wäre ja absolut kein Problem. So eine Motoren würden ja oft funktionieren. Es gibt ja so eine Motoren, die gibt es ja in Motorsägen, Kleingeräte, Baumaschinen Naja. haben so eine kleinen Motoren. Die Sache ist die, es will ja keiner Auto mit 55 PS oder 60 PS haben. Dann würde die ganze Sache ja für den Motor gut Ja, das ist. ausschauen, dann wird sie funktionieren. Aber Deshalb sage du hast halt ich dann halt ja. 110 bis 150 PS oder 190 inklusive ein Turbo auf einem Motor mit 999 Kubikzentimeter Hubraum und das ist vielleicht ein Dreizylinder, der, sagen wir mal so, zusätzlich, dass die Zylinder recht klein sind, auch noch durch die Dreizylinder sehr unruhig ist. Du hast da Ja, das kannst du ja Vibrationen. ausgleichen. Du hast die Vibration, ja, indem du einen Vierzylinder machst. Und du hast da Na, 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 du kannst ja, Vibrationen und Ausgleichswelle dazu bauen. ja, aber du hast Vibrationen, was halt das Material belasten und Kräfte des Material belasten. Und das hebt dann einfach nicht mehr so lang. Ich habe ein 100 PSX Auto mit knapp 2 Liter Hubraum. Da kann nichts Naja, passieren. das Problem ist das, es kämen natürlich dann die Abgaswerte dazu, deshalb gibt es ja den kleinen Motor. Ja, das ist Und ja was natürlich, klar. du hast einen schönen Punkt angesprochen. Natürlich, die Kundschaft will ja ein Auto mit 150 PS haben, also liefert es auch der Ja, Hersteller eben, dann. genau. Und der sagt, das hebt ja wohl einmal. 5, 6 Jahre, genauso lang wie Ja. unsere Mobilitätsgarantie oder sowas. Das ist ja okay, das Ja, ist ja noch das Versprechen, was er abgibt. Mehr gibt er eben, da ja. ja nicht. Mehr gibt man da ja nicht. Ich meine, das hat. Ich finde, das hat aber Toyota jetzt damals, wie wir noch nicht von Elektroautos geredet haben, damals schon besser gemacht mit dem Hybridantrieb einfach. Ja. Das haben die sehr viel früher schon sehr viel besser umgesetzt, weil das andere, du hast natürlich einen Punkt, der Motor, der kleine mit Turbolader und was weiß ich was alles für Spielereien, ist zwar ingenieurstechnisch alles super, aber es wird halt super komplex. Klar, genau, das ist Das genau das ist Problem, halt. ja. Es ist halt ein, man, es ist spannend, was man bauen kann und was man da außerkriegt, aber Man soll im aber End. einfach nicht alles bauen, was möglich ist. Ja, sie haben es natürlich gebaut wegen die Treibstoffemissionen, Ja, wegen ja. die Schadstoffemissionen. Stimmt. Aber Weil. warum schaffen es andere Hersteller, wie zum Beispiel Mazda, die immer noch 2 Liter oder 2,5 Liter oder 3 Liter Motoren bauen, trotzdem auf dem Markt zu bleiben mit ähnlich geringen Schadstoffemissionen? Die gehen ja einen anderen Weg. Die haben ja das Gut. Downsizing ja gar nicht erst angefangen.
Oder die haben schon, also die haben auch 1,6 Liter Motoren, aber die sind dann schwach, glaube ich, mit 80 oder 90 PS. Ja, ich meine, Mazda hat da. Ich weiß es nicht, wie die das gemacht haben. Keine Ahnung. Ich meine, wird schon auch ein Aufwand gewesen sein. Ja, sicher. Das sind ja nicht, sind ja Annehmer die günstigsten Autos, sagen wir so. Die kosten schon Ja, auch vor was. allem im Moment, sie haben halt überhaupt, sie haben glaube ich ein Elektroauto und das ist eher, ja. Ja, es schaut gut aus, aber ist eher ein Stadtauto, würde ich sagen, ja. Von Ja, der da hat Reichweite sich, her. ich weiß nicht, da hat sich Mazda bei mir, da hat sie einmal so Statements gegeben, so quasi, dass sie da an die Elektroautos überhaupt nichts. Ja, ich weiß es nicht, das ist irgendwie. Das war irgendwie komisch für eine Marke gefunden, die eigentlich einmal irgendwie was für Neuerungen offen war oder sowas, aber okay, bitte. Ja, Mazda ist sehr traditionell. Die haben auch sehr lange am Wankelmotor festgehalten. Ja, Der das haben sie ja, das stimmt, ja ja. mit dem RX8, also das war schon, haben sie sehr lange dran festgehalten. Jetzt glaube ich, gibt es Das den stimmt, ja. eh so nicht mehr. Aber wobei sie haben ein Modell mit Wankelmotor noch und das ist zwar ein Hybrider, was sie haben. Ich glaube, einen Ah, Hybriden, was haben. ich glaube aber, da ist es so, der Wankelmotor lädt den Elektromotor konstant auf. Genau, auf das. Ja, Das ist das. genau, Ja. das war's. Ja, genau, Ja, das war's, so ja. irgendwas ist da. Wo ich mir denke, ja, und warum baut es nicht einfach ein Elektroauto? Ja, das denke ich auch schon. Da denke ich mir, okay, schön, dass es das kennt, aber warum baut es nicht endlich einmal ein Elektroauto? Genau, ja. Ja. Hätte eigentlich schon gern von Mazda ein leistbares, sinnvolles Elektroauto. Das glaube ich, kommt von anderen. Ja. Weil an sich bin ich ja schon ein Mazda-Fan, also mein erstes Auto. Ja, mein erstes Auto war ein Mazda. Und Du hast den mit den aufklappenden Scheinwerfer gehabt, gell? genau, aber das. Diese. Genau, das war ein sehr, sehr schönes Auto. Warte mal, BG, glaube ich, hat er geheißen. Na, warte mal, BG? Ja! Ja, das war Clemens' Auto, das Ja, stimmt, ja. oh ja. Wow, und ich habe jetzt auch gefunden bei Willhaben gebraucht um 6.000 Euro. Und ich habe mir überlegt, Hast ja gedacht, den hol ich mal. eigentlich habe ich gedacht, ja, wow, es war schon geil, so als Pensionsprojekt das Auto herrichten, aber ich bin noch lange nicht in Pension. Aber es ist schon ein geiles Auto gewesen, also für damalige Verhältnisse. Der war schon cool. Der war damals schon alt, wo ich den gehabt habe, sagen wir so, aber. Ich glaube, Baujahr 92 war der. Der war, Aber das ja, war einfach ein echt geiles, schneidiges Auto. der ist fast so alt wie Ja. wir. Ah, der war echt schon. Der war echt ein cooles Auto, ja. Ah, der hat mir gefallen. Aber ist schon lang, lang her, ja. Gibt's denn irgendwas? Aber du hast schon gleich mit zwei Türen, glaube ich, gehabt, Nein, ich oder? habe wohl einen Viertürer. Ich habe wohl einen Hast du hast. Viertürer gehabt, ja. Oder Fünftürer, je nachdem, wie man das jetzt nennt. Ach so, der hat ja den Kofferraum, das Ding, ach so, ja. Genau. Ah ja, stimmt, na, stimmt so an den. Du hast halt, was hast du denn für eine Farbe Rot. gehabt? Hast du einen Rot gehabt? Ein Rot, ja. Ah, okay. Ja, aber oh, das war schon eine sehr schöne Seite, ja. Der hat mal wirklich, das war. Ja, ich meine, heutzutage hätte ich auch Probleme mit diesen klappenden Scheinwerfer, die sind aerodynamisch einfach furchtbar. Das wäre schon ein, das erste Problem. Ja, natürlich. Also der CW-Wert ist von dem Teil sicher, ja, er Vor ist allem. sonst recht windschlüpfrig, aber die Scheinwerfer kloppen auf der Wand auf. Ich meine, ich frage mich, ob das nie Probleme gemacht mit den klappenden Scheinwerfern? Na, gar nicht. Nie. Absolut nie Probleme gehabt. Weil das wäre so ein Klassiker, wo du denkst, das kann nicht auf Dauer Na, die funktionieren. klappenden Scheinwerfer haben auch lustig, waren auch lustig. Also damit hat man das spielen können, weil du hast drinnen so einen, beim Lenkrad, also einen Hebelkopf fürs Licht und den hast du aufgedraht, da sind die Scheinwerfer aufgegangen. Du hast den wieder gedraht, da sind die Scheinwerfer wieder zugegangen. Und wenn du immer so auf, ob getan hast, Dann hat es eine dann sind Welle sie gemacht. irgendwann einmal so gegangen. Also asymmetrisch Ah. auf und ab. Da hast du quasi Ja, fair. pinchen können.
Aber Ah, okay. ansonsten war das ein geiles Auto, weil für das Alter, was der damals gehabt hat, der hat schon elektrische Fensterheber und da ist so Späße drinnen gehabt. Also, ja, das war schon Ja, cool. schön. Sogar hinten elektrische Fensterheber. Also, ja, Oh. eben. Er war ja richtig up in Ja, space schon. oh, ja, genau, das Cockpit. Ah, ich glaube, ich werde mir den wirklich nochmal kaufen. Ah, ich weiß gar nicht, was der PS gehabt hat. Ich glaube, 100, 110 oder sowas. Ja, ich war okay. Ja. Und 1,6 Liter. Ja, kein Turbo und nichts drin. Also, natürlich habe ich nicht einmal gegen einen 90-bässigen Golf eine Chance gehabt bei meinen Rennen früher. Also sagen wir es so, der Clemens hat über den Isersberg immer 2 Stunden gebraucht. Das nicht, aber extrem hoher Drehzahlbereich in Verbindung mit extrem hohem Verbrauch, ja. Es ist praktisch, es ist Ja. also ein gutes Ja. Auto. Heutzutage ein Traum. Ja. Ah, ja, damals war Sprit noch ein bisschen billiger. Damals war Sprit sicher noch ein bisschen billiger, ja. Ist aber gut so, dass er teurer geworden Ja, ist. prinzipiell schon, ja. Okay, gut. Gehen wir zum. Na, fangen wir mal, weil dann kommst du jetzt zu Kim jetzt zum deinem. nächsten Auto, nämlich zum Dongfeng. Da haben wir schon gedacht, wui, was ist denn das wieder für Ist eine das Kiste? der neue Hammer oder Das was? ist quasi ein chinesischer Hammer, ja. Da in den Türgriff, das schaut nicht im Ernst aus wie eine Der Pistole. Türgriff schaut im Ernst aus wie eine Pistole. Alter Falter. Das ist auch so beabsichtigt, ja. Alter Falter. Das ist das Auto, das sich Hammer nie getraut hat zu bauen. Ja, genau. Also ich glaube schon allein für den Pistolen-Türgriff wird sich das Auto in den Ich meine, USA verkaufen wie warme Semmel. das wäre ja normal so ein typischer 80er Schwarzenegger-Film gewesen, wo das sein Und Autotürgriff wo er ist. die Pistole auserziehen kann. Ja, sicher, außer. Alter Ja, also Falter. Dongfeng ist schon ein älterer Hersteller in China und ist traditionell eben genau bei Militärfahrzeugen unterwegs. Sagen wir so, man Und erkennt. aus diesem heraus gegossen worden ist der M-Hero von Dongfeng quasi der Hammer aus China, Wahrsten Sinne des der Wortes. aber ein Elektroauto ist mit knapp 3,5 Tonnen Gewicht. Also in Österreich wird es dann schon schwer, mit einem B-Schein das Auto zu lenken. Ja, ich glaube, darf ich schon gar nicht mehr. Ja. Ich habe keine Der Ahnung. hat 4 Motoren mit über 1000 PS. Hat eine Reichweite von, ich glaube, das haben sie ausgelassen. Hat eine 142 Kilowattstunden Batterie. 142 Alter. Kilowattstunden Batterie. 1000 PS. Alter Falter. Und schafft eine Reichweite laut WLTP von 450 Kilometer. Alter Falter. Ist das Das ein... heißt, in Ja. realen Bedingungen wären es sein 320 Kilometer. 330, 340 so in der Richtung. Alter Aber Falter. es dürfte sehr geländegängig sein, wegen Differentialsperren, umkippen. Also er kann sch schräg stehen bis zu was, 28 Grad. Na, warte mal, 28 Grad Celsius, das ist besonders, das ist die Temperatur. Na, gar nicht schlecht. Ja, er kann auch sehr schräg stehen. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie was vor. Das ist da irgendwo im Artikel beschrieben gewesen. Ja, die Hinterrad. Ah ja, Steigungen bis 45 Grad sind kein Problem. Die Hinterräder lenken auch mit ein. Gut, das Auto wird an sich schon einen sehr extremen Wendekreis haben. Also war es nicht schlecht. Das wär's wahrscheinlich Das wirst du brauchen, ne? brauchen, wenn du irgendwo in der Stadt navigieren willst. Ich glaube, so Ja. Parkplätze beim Ja, ist natürlich super Stadtauto. McDonald's wird schon ein bisschen schwieriger. Super Stadtauto für enge Tiefgaragen. Ich glaube, du wirst nicht Traum. einmal reinkommen. Ja. Wohl, du kommst schon rein, bleib nochmal außer ist. 5 Meter, 5,10 Meter lang und knapp 2 Meter hoch. Alter Falter, ist das ein Kiebel? Das ist ein extremes Teil. Aber Dongfeng kann auch andere Autos bauen. Also, das ist so ein Sportcoupé. Also, ein Mini-Auto.
Ja. Und so ein Rolls-Royce-Verschnitt. Ich habe gesehen, der kostet sogar in China 90.000 Euro. Da Dongfeng. Ja. Schnäppchen. Und irgendwo ist gestanden, Aber. in der Schweiz kostet er 150. Ja. Er wird seine Abnehmer finden. Ich mach mal keine Sorgen. Es findet der Cybertruck seine Abnehmer und auch da haben wir seine Abnehmer. Also von dem her. Er wird es finden. Ja. Gell, also. Dürft drin sein. Okay, also das Auto, das muss man sein lassen, ja, da haben sie was gebaut. Ja, das ist ja ein bisschen übertrieben, aber tja. Ja, wir ein bisschen, sagen wir so. So, Coolio. ja, das jetzt sind wir natürlich schon viel zu spät dran, gell, für alles. Ja, ich weiß. Also Google hat ja, ich meine, es gibt ja viel nachzuholen. Also Google hat die I.O. gehabt, Microsoft hat was gehabt. Ja, das war es dann eh schon. Also und bei Google ist halt wie überall im Moment ist alles AI. Ja. Was ist vorgestellt worden? Fassen wir es kurz zusammen. Gemini 1.5 für Pros und die normale. Gemini 1.5 für, also Flash, das ist das kleine Modell. Nach einem Project Astra ist das, was eigentlich diese ganzen AI-Pins etc. versucht haben, halt jetzt an dem Smartphone drin. Halt mit so, dass die Kamera da sagt, du zeigst auf was drauf, was ist es oder wie kann ich die Gleichung lösen. Ah, ja, okay. Das So ist wie die das. Anstecknadel Dann da, ja. natürlich Generative AI zeigt mit Bilder, Videos und Musik. Dann, was haben sie noch vorgestellt? Dann diese Sex-Gen, was war das? Diese, was sind die TPUs bei Google nochmal? Welchen Artikel bist du Ich jetzt? schau mal, Im Video? ich spring gleich durchs Video schnell durch, dass ich alles, weil da habe ich alles. Ah, okay. TPUs, das sind die TPU, das sind die komischen Text Ah, Processor. Tensor Pro. Ah, ja, das Tensor, ist der eigene Chip von Google. Okay, da haben sie einen neuen. ja. Nachher haben sie halt was zu Google Search vorgestellt, was sich da ändern wird und dass es da sozusagen so Zusammenfassungen gibt und so deinen ganzen Mealplan für die Woche erstellen kann. Da kannst du dann austauschen und so weiter. Man, nebenbei witzig, da hat es ja jetzt einen Leak die Woche gegeben von Google bezüglich Suche. Wo sie eigentlich seit Jahren gesagt haben, nein, das ist nicht wichtig und da drin steht, aber es wäre eigentlich, sie berücksichtigen es. Also Google hat da, ich mein, man weiß nicht zu 100%, ob der Leak stimmt, aber welch Überraschung, Google hat nicht immer die Wahrheit erzählt. Oh, Das ja, ganz komisch, ganz komisch. Das überrascht mich jetzt wirklich. Dann, was ganz cool war, zum Beispiel, dass sie halt so gezeigt haben, du kannst dann auch mit Google Lens zum Beispiel, sie haben als Beispiel von einem Plattenspieler gezeigt, wo die Nadel nicht mehr auf die Platte draufgegangen ist. Und dann kannst du das Google Lens zeigen und fragen, warum funktioniert der Plattenspieler nicht? Und dann sucht er da dementsprechend Hilfe aus dem Internet raus. Aha, Das ist okay. cool. Nachher kommt natürlich Gemini jetzt in Gmail rein. Es kommt aber auch sonst in eigentlich alles rein, was Google kehrt. Ja, und das war's dann im Grunde. Also das, was Microsoft, was wir später noch haben, mit diese Copilot-PCs machen will, macht natürlich Google halt mit der Google-Plattform. Ja. Also auch in Chromebooks kommt das ganze Zeug natürlich rein. Cool. Und was dann neu ist, Google bringt, du kannst jetzt dein Smartphone auch mit dem Gesicht steuern, also so Gesichtstracking.
Ja, ist jetzt quasi ein Feature jetzt nicht für, also wenn du wirklich eingeschränkt oder sowas bist, dass es nutzen kannst. Ah, okay. Das ist, es geht eigentlich um das. Also soll quasi so Jawohl. ein Inklusionsding sein, das jetzt wie bei deinen ersten Controller. Okay. Ich meine, natürlich kann es jeder nutzen und ich bin mir sicher, es wird genutzt werden. Und was auch noch witzig ist, Google hat will anscheinend HubSpot kaufen. HubSpot, was war das nochmal? HubSpot ist das Ding für Online-Marketing, diese Plattform. Also CRM-Marketing. Weil im Endeffekt ist ja Microsoft der Big Player in der ganzen Cloud-Geschichte und so B2B-Geschichten. Und da will Google auch ein Scheibchen vom Kuchen abhaben. Ja, aber ha wird es nicht Probleme geben für Google, weil sie in der Werbung schon eh der. Ich meine, das ist eine andere Geschichte. Ob der Deal jemals Realität wird, weiß ich nicht. Ja. Weil. Puh. Puh, puh. Ich meine, ist jetzt nicht ganz so, also ja, stimmt natürlich. Vor allem, es ist ja die Frage, ob danach Google noch HubSpot jedem zur Verfügung stellen wird. Ich meine, nebenbei, man muss jetzt dazu sagen, okay, HubSpot wird jetzt von keiner kleinen Firma benutzt, weil dafür ist das Zeug zu teuer. Ja, klar. Weil HubSpot kostet nämlich ab 792 Euro pro Monat. Ja, gut. Für drei Lizenzen. Ja, du musst aber jetzt nicht eine große Firma sein, du reicht's, wenn du halt ein bisschen eine Na, Agentur bist eh, oder aber sowas, ja. ja, ich sag, aber du bist nicht mehr ganz klein. Nein, Also, du das bist schon. jetzt nicht mehr. Also, weil 792 Euro pro Monat zahlst du jetzt nicht als Einzelfirma. Nein, nein. Ich meine, sie haben günstigere Lizenzen auch, aber ja. Das ist natürlich das, was es dann tricky macht, wenn es halt nachher, wenn es halt, ich meine, sie haben jetzt ab 15 Euro kannst du schon auch starten pro Monat, aber. Ist halt so eine Geschichte, was der Google damit vorhat dann. Was ist denn der Space Top G1? Ah, das habe ich heute auch gesehen. Ja, das ist ein Laptop, wo du quasi nur mal diese VR-Brille hättest. Du hast die Tastatur und die ganze Station, was ausschaut wie ein Laptop ziemlich, und dann hast du diese VR-Brille. Was ich sagen muss, weil ich habe ja diese MetaQuest geliehen bekommen. Ich habe das Feature ja ausprobiert mit diesem Monitor-Setup. Die Brille ist nur zu groß im Moment. Aber wenn das wirklich so eine kleine Brille wäre, wäre das schon ganz cool. Also finde ich auch, oder? Dass das zum Arbeiten möglicherweise in Zukunft gar nichts so Unsinniges Na, wäre. also ich sag so, wenn das Ding wirklich kleiner wäre. Und so wie da, dass du eine externe Plattform hast, wo die ganze Hardware ausgelagert ist. Und die Brille wirklich nur anzeigt. Ja, ich meine, wir sind natürlich mit der kabellosen Übertragung nicht so weit, dass du so eine Leistungen übertragen kannst. Aber wenn das irgendwann so weit ist, musst du wahrscheinlich sogar sagen, du wärst keinen anderen Monitor mehr benutzen. Weil ich wüsste nicht warum, weil da kann ich mir theoretisch 6 Monate Monitore hin projizieren. Und vor allem, das Geile ist, ich kann sie ja da hin tun, wo ich sie hin tun will. Das klingt doch wirklich cool, ja. Ist gar nicht so. Also das ist, glaube ich, ich habe das heute gesehen und ich wollte es nicht mehr in die Sendung reintun, weil du wahrscheinlich schon alles geschrieben gehabt hast. Na,
Ja. Aber Sind das wir jetzt eh flexibler mit Slack? ist das ist eine ganz coole Geschichte. Das könnte ganz cool werden. Okay, das habe ich gleich in den Notes eine, ja. Cool. Also, Nur halt eben geht bei. das Problem Ja. derzeit MetaQuest, dass ich das auch noch kurz sage, du hast halt so einen riesen Klotz am Schädel einfach im Moment noch. Im Endeffekt hast du dann zwei Klotze am Hals. Ja, du hast zwei Klötze und zwei Klötze an die Beine, dann habe ich noch zwei Klötze an die Hände, dann bin ich zu eingeschränkt in Summe. Ja. Und natürlich auch ein Problem ist, da die ganze Hardware da drin ist, du merkst halt, dass diese Brille auch, ja, warm wird. Ja, klar, eben, ja. Und irgendwann fängt der Lüfter an zu rennen. Ja. Die hat einen eingebauten Lüfter, oder? Der hat einen eingebauten Lüfter, ja. Lüftet der dann die Stirn oder die Hardware? Die Hardware. Oh. Ui. Okay. Okay. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das. Aber was sie richtig gut gemacht haben, ist dieses Augmented Reality. Also das haben sie schon richtig gut gemacht. Okay. Also das ist wirklich, da muss man Meta echt sagen, ja, gratuliere, das ist nicht schlecht. Ja, also wie ist das Bildsignal, was durchgereicht wird von einer realen Umgebung? Abgesehen davon, dass es jetzt vielleicht nicht farbtreu ist oder so und die. Also farbtreu ist gar nicht das Problem. Es kommt sehr stark darauf an, wo du Ja, hinschaust. du wärst ein Dein Rauschen Schreib. wärst haben zum Beispiel. Ich meine, zum Beispiel, du kannst in diesen, wie heißt das, Meta Workspace oder was weiß ich was, du kannst ja da die Monitore da Ja, anzeigen genau. lassen. Jetzt ist es so, die Tastatur würde ich nicht zu 100% erkennen, aber sie haben was sehr Kluges gemacht. Ich kann zum Beispiel mein Logitech MX Keys Keyboard registrieren da drin und dann zeigt es mir das nochmal digital über mein reales Keyboard drüber an. Ah. Und dann hast du natürlich überhaupt kein Ja. Problem mehr. Und das ist dann schon cool Wie ist gemacht. das? Kannst du Handy ablesen? Teilweise ja, muss halt sehr, sehr gute Bedingung Ja, sein. okay. Also, wenn es jetzt dunkel ist und draußen die Sonne reinscheint oder wenn das Licht blöd steht, dann Ja, schwer, aber aber ist prinzipiell geht. es wird, ja, sagen wir so, du wärst aber, du tust das schon, du musst schon teilweise, okay, was war das, was ist das jetzt, steht da, Ja, okay. aber es könnte schon machbar sein. Okay. Cool. Ja. Dann. ICQ ist endlich tot. ICQ ist endlich tot. Wie Kim schafft das Thema? Wie? Ja, weil es so angekündigt worden ist. Oh, was ist mit der Seite los? Aha, ich will. Ah, okay. Vielleicht sollte die Seite einfach. Okay. ICQ will stop working from June 26. Hast du es einmal genutzt? Das ist lang her. Long her. Ich hab das nie wirklich so richtig genutzt, glaube ich. Es ist ewig her und ich kann mich leider an dieses komische Geräusch, wenn da jemand geschrieben hat, das Au! Ah, ja, stimmt. Das kann ich mir erinnern. Ja. Also es gibt scheinbar Menschen, die kennen noch ihre ICQ-Nummer auswendig. Ich kenne nicht dazu. Ich könnte mich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal verwendet habe. Das ist bei mir ewig her. Also da. Also das ist Was mindestens 15 Jahre. inhalierst du da dauernd? Was ist das? Ah, das ist deine Trinkflasche. Genau. Ah, ich denke mal, was hat der jetzt angefangen, vapen oder was? Na? Ich habe jetzt gedacht, was ist denn jetzt Ja, los? na, Vapen, also Tabak sicher nicht. So. Also. Aha, okay. Also Gummibärchen. Gummibärchen-Vapen. Aha. Gummibärchen. Muss furchtbar grauslich Na, sein. ich konsumiere absolut kein Tabak mehr, deswegen. Ah, Das. okay. Nein, zeig mal auch, das hätte mich jetzt Nein, 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 überrascht. keine Sorge. Ah, okay. Ja, und keiner, also ich, bei mir muss das mindestens, ich weiß nicht,
Aber 20 Jahre her sein. Es ist lang noch verwendet worden. Aber was man da wieder einmal sieht, man sieht, wie witzig das eigentlich ist, weil ICQ war ja eigentlich das, was WhatsApp viel später war. Ja. Weil ICQ hat eigentlich so ziemlich das gleiche können am Anfang wie WhatsApp. Ja, chatten. Genau, du hast Nachrichten hin und her schicken können, übers Internet. WhatsApp hat es halt dann zur richtigen Zeit aufs Smartphone gebracht. Also ich kann mich erinnern, also wo ich das letzte Mal, glaube ich, noch ICQ verwendet habe, das war noch, glaube ich, bevor Android dann wirklich am... Ich glaube, auf meinem ersten Android habe ich nachher noch einen ICQ-Client drauf gehabt. Ich kann da nicht einmal sagen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal diese Anwendung geöffnet habe. Aber dann, glaube ich, war das eigentlich relativ schnell einfach weg. Na, WhatsApp hat noch lange gebraucht, bis es gekommen ist damals. Aber ICQ, ich kam am ersten, als auf den HTC, keine Ahnung, was das war, auf dem HTC One irgendwie, habe ich das noch gehabt. Aber dann, was das? Android, erstes. Aber dann, das erste T-Mobile HTC Dream, das HTC Dream habe ich nicht gehabt. Was war noch ein HTC Dream? Gott, das ist 2007 gewesen, das HTC, gell? Ja, du bist nicht so jung. Oh mein, gibt's das Unternehmen überhaupt noch? Also in der Form, wie du es gekannt hast, sicher nimmer. Die machen ja, was machen denn die überhaupt noch? Router? Ah ja, HTC machen die Router? Ja, irgendwas machen die, glaube ich, noch, aber was genau? Na, das war es auch nicht. HTC One, ja, ich glaube, das war. Ja, HTC One, so in der Richtung, ja, HTC. Na, das war es auch nicht. Irgendein HTC habe ich da mal gehabt, ja. Oh mein Gott. Ist. Ja eben, und wie gesagt, ICQ ist ja dann vor, keine Ahnung, knapp 10 Jahren von Russen gekauft worden. Damit war es dann für mich ohnehin schon obsolet und ist dann eben da in das V-Kontakte und den V-Kontakte Messenger und so weiter nachher alles langsam Übergang, beziehungsweise ist parallel dazu betrieben worden und ist jetzt einfach obsolet und weg, ja. Also ehrlich gesagt weine ich diesem Urgestein keine Tränen nach, ich habe einfach damit viel zu wenig Berührungspunkte gehabt. Also ja, ich weiß, das ist eine klassische Geräusch, das Au! Nein, das, ich kann mich, ja, nur noch, das habe ich in Erinnerung. Nur noch ganz, ganz dunkel, dass ich mich daran erinnern kann. Aber ja, falls jemand von unseren Zuhörenden weiß, was ich damals für ICQ-Nummer gehabt habe, vielleicht hat jemand doch ein ICQ-Client und meine Nummer gespeichert, schickt's mir die einmal. Ich glaube, mein Passwort weiß ich noch. Aber hat man da eigentlich Passwörter? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war. Kann man das Ding noch runterladen, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wenn es da auf der Seite ist, dann wahrscheinlich nicht, weil dann ist alles andere so ein Fake-Ding. Ja. Nein, da gibt es nichts mehr. Irgendwie eine. Du kannst dich noch einloggen in webicq.com. Accept and continue. Mit Telefonnummer. Die hat sich wahrscheinlich auch geändert. Ja, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich das früher an der Telefonnummer gebunden gehabt habe. Nein, das war sicher nicht. Eben, also von dem her. Also, ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht, wie das damals gegangen ist. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe da fast keine Kontakte drin gehabt. Ja, nur eine Handvoll, weil, also wo ich das genutzt habe, das waren die, Anfangszeiten des Internet kannst du nicht sagen, aber es hat noch nicht jeder verwendet gehabt. Nur die Nerds, kannst du sagen. Ein paar Nerds, das war's. Das war noch nicht so verbreitet, das war nicht so via WhatsApp oder Telegram oder von mir aus Signal.
Das war absolut noch nicht so verbreitet damals. Und was haben wir damals als Kommunikationsmittel genutzt? Ja, zum Schreiben von SMS, weil SMS teurer waren, hat man SMS-AT verwendet, ja. Und die erste Social Media Plattform, die ich verwendet habe, war U-Boot.com oder Mein U-Boot.at. Gott, na U-Boot. Ja. Boah, das habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Ja. War das. U-Boot. Das hat es auch Boah. bis vor einigen Jahren noch gegeben. War U-Boot. Ich glaube, das hat es bis vor einigen Jahren noch gegeben. Ja, U-Boot.com gibt es irgendwann noch. hat es dann auch so einen komischen Chat gegeben, den hast du eine Software runtergeladen, da hast du deine eigenen Avatare reinposten machen können. Ja, Mit so. 2013 ist Ich weiß aber eingestellt gar nicht mehr, wie worden, das. okay. Also, es war furchtbar, was es da für Dinge gegeben hat. Ja, aber U-Boot war recht verbreitet. Es Ja, war U-Boot, halt, ja. ja, es war ja eine österreichische Plattform, oder? Ich habe keine Ahnung. Deutschland, Österreich, Großbritannien und der Schweiz. Ja, 6 Millionen registrierte Nutzer damals. U-Boot. Ja. Die haben sich einfach nicht durchsetzen können gegen Facebook oder damals StudiVZ oder was auch immer. Aber ja. Und SMS hat man geschrieben, oft auch einfach über SMS.at, weil selber beim Guthaben, ein SMS hat ja damals ja noch 40 Cent gekostet. Weißt du, dass das da, ich meine, das, so, ich erzähle wieder die alte Leier. Das war ja damals für mich irgendwann die einzige Möglichkeit, SMS zu schreiben. Weil. Ich habe auf die Ah ja, Tastatur, weil du, also, ja, das war stimmt. unmöglich, da habe ich mir gedacht, der leckt mich, ich schreibe gar nichts. Warum hast du nicht einfach mit Bluetooth an Tastatur gekoppelt? Das hat es ja damals alles nicht gegeben, das klumpert. Mein Handy Bluetooth, bist du narrisch. Der Bluetooth hat es wohl gegeben, aber immer nur fürs Headset. Ich glaub, ja, genau, soll ich mir so ein blödes Headset kaufen? Da, damals, da, was Ja. das ausgeschaut hast, wie so eine Heuschrecke. Ja. Also, na, das war, ja, es war für mich unmöglich, am sozialen Leben teilzunehmen. Also, Nokia ist schuld. Ja, na eben, und ICQ, das fällt für mich nachher ins gleiche Ding. Das habe ich halt einmal kurzfristig verwendet. Ich glaub, oft war es auch einfach nur so als Chat-Tool beim Online-Gamen oder so, haben wir das noch teilweise verwendet gehabt. Aber da hat es nachher auch recht schnell schon andere Alternativen gegeben, wo man das gemacht hat. Und dann war es weg. Zumindest aus meinen Sphären. Also ja, ich kann jetzt auch wenig dazu sagen, eben, ich habe nur dieses Geräusch im Kopf, das ist alles. Ja, ich habe nicht einmal mehr das im Kopf, also Ja gut, nicht du hast mir mehr, jetzt aber also ein U-Boot wieder in den Kopf gebracht, weil ich mir gedacht habe, ah ja, das hat es ja auch mal gegeben. es hat damals echt so ganz viele weirde Plattformen gegeben. Gut, die gibt es heute auch noch. Ja, aber da hat es wirklich so viele unterschiedlichste Social Media. Es hatte vor Tinder damals ja schon ganz andere so Kennenlernplattformen und so weiter gegeben. Wahrscheinlich hat es damals Kennenlernen AD geheißen. Na, Bussi.at, glaube ich, hat es Oh, stimmt, geheißen. das hat es ja wirklich. Oh, ja, stimmt. Boah, das ist. Das hat wirklich so geheißen, gell? Boah, das ist Bussi.at. heutzutage, würde man sagen, das ist richtig cringe. Ja, genau. Es gibt immer noch Flirtportal für Ach, Singles. boah, das ist das. Aber es schaut nicht mehr so aus wie früher. Ah, das ist richtig cringe. Ja. Alter Ja, okay. Falter. Alter Falter, ja. Was sei mir alt? Ja. Boah, es ist immer furchtbar. Das wird immer schlimmer. Gut, dann. Boah, schon wieder so viele Themen. Nein, Der es sind nicht Alex. viele Themen. So, Microsoft hat ja auch seine Konferenz gehabt. Und Microsoft reitet ja diesen AI-Train im Moment, ja, wie, also die wollen das ja, glaube ich, um jeden Zweck durchbeißen oder durchdrücken. Und Microsoft hat ja jetzt einmal mit Qualcomm, also Qualcomm hat ja jetzt diesen Snapdragon X und diesen X Elite rausgebracht, die jetzt auch endlich diese Leistung bringen, die benötigt wird, um konkurrenzfähig zu sein. Ja, und jetzt hat Microsoft dazu Copilot-PCs rausgebracht.
Das heißt, dieses das Surface Laptop und das Surface Pro 10 oder das nochmal, glaube ich, 10er. Und jetzt ist halt überall Copilot drin. Das heißt, Microsoft bringt jetzt Copilot wirklich überall hin. Egal, ob das Windows ist, egal, ob das was ist, Copilot ist da jetzt drin. Das Coole ist natürlich jetzt, Copilot rennt ja jetzt nativ am Gerät für viele Anwendungen über die NPU. Also das heißt, das ist der Vorteil von so modernen Prozessoren, dass sie ein Neural Processing Unit haben für KI-Anwendungen. Und ja, deshalb hat halt Microsoft da jetzt ein groß einmal aufgetrumpft und einmal vorgestellt. Also das heißt, die Apps rennen auch schon relativ viele nativ. Microsoft hat sich ja bei Apple was abgekupfert und hat ihren Emulator sehr, sehr ähnlich zu Rosetta 2 gebaut, damit die. Das war jetzt eben das, der fehlende Stein, der, Genau das. wo ich ja immer gesagt habe, das ist noch der Das Pferdefuß. haben sie jetzt aber auch gemacht. Und sie haben halt schon die ganzen großen Hersteller wie Ups. also Adobe ist dabei, haben schon native Apps, Affinity, Google hat schon, also das heißt, da sind jetzt schon relativ viele, was nativ laufen. Natürlich die ganze Office Suite von Microsoft ist natürlich auch nativ drauf. Und so weiter. Und es halt noch so ein paar kleine Features wie Suche und sowas. Also das ist wahrscheinlich gleichzeitig das coole Feature von Microsoft und gleichzeitig das, was datenschutztechnisch absoluter Horror sein Welcher könnte. Artikel ist das? Der Verge-Artikel noch. Ah, immer noch der Hersteller. Ja, ich habe ihn noch immer. Und das ist dieses Recall-Feature. Ah, ja. So, wenn du Microsoft jetzt glauben könntest, so, das ist jetzt eine gute Frage. Macht Microsoft, wenn du das aktivierst, du musst es selber aktivieren, also es ist nicht standardmäßig aktiviert, wobei werden wir danach sehen, ob das so ist. Also ich glaube es ihnen mal, dass Microsoft wird dann ständig ein Screenshot von deinem Bildschirm machen und wird das dann als Foto abspeichern und du könntest das dann über KI komplett durchsuchen. Also das heißt, du würdest dann jeden Stand auf deinem PC finden für eine gewisse Zeit, bis halt irgendwas voll ist. Also wäre natürlich cool, also das hat Vorteile, weil das halt sehr viel natürlicher ist zum Suchen als Filenamen allein. Und vor allem, es sucht auch in alle Dinge, die du gemacht hast danach, also wirklich in den Dokumenten drinnen schon. Jetzt ist halt die Frage, glaubt man Microsoft, dass das wirklich nur auf dein Gerät bleibt? Es gibt ja da zwar ähnliche Software bereits für Mac, gell? Also das ist ja aber ein Drittanbieter, die das anbieten. Ja. Da habe ich mir mal, da hab ich mal Early Access gehabt zu dem Ding. Ja, meins ist nicht. Aber ja. Ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Also es könnte schon sehr gut sein. Das muss ich ihnen lassen. Also die Idee ist gut. Nur halt datenschutztechnisch ist es halt einfach ein ganz anderes Kapitel. Ja, aber ich würde jetzt nicht ich würde jetzt nicht gleich mit Datenschutz, weil du Naja, hast die Daten es ja ist ja. ohnehin am Notebook oder auf deinem Device. Naja, na, das geht ja so weit, wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und du loggst dich jetzt auf einer Seite ein, auf einem Browser und der macht Sam dann gerade den Screenshot oder der nimmt das auf, ist ja theoretisch dein Passwort da mit drin. Ja. Es geht ja um das, es ist ja egal, du kannst ja in dein Online-Banking gerade drin sein. Ah, das Das meinst. geht es ja. Ich meine, es ist jetzt nicht das Problem, dass das Dokument, was sowieso auf meinem Rechner ist, dass er da drauf Zugriff hat, ja, na, nona, nicht. Aber da geht es ja um ganz andere Geschichten. Das ist ja die Geschichte. Okay, ja, stimmt, ja. Deshalb ist die Aufregung ein bisschen da. Ja.
Das ist eigentlich die einzige Geschichte. Also, aber sonst, also auch das Surface Pro, das neue, ist jetzt weiterentwickelt, weil du kannst jetzt die Tastatur endlich externer nutzen, einfach die dabei ist. Also dieses Keyboard Case. Das heißt, es muss nicht dauernd mit dem Screen verbunden sein. Da kannst du quasi das auch anders positionieren. Ja, man, die Geräte sind jetzt nicht günstig. Also der Einstieg ist günstig und er ist günstiger als bei die MacBooks. Ja, okay, ja. Und sie geben da standardmäßig 16 GB RAM. Also 8 GB gibt es nicht. Ja. Ist auch gut so, ja. Ja, aber man, das Surface Pro schaut recht nett aus, das neue. Ich meine, es startet bei 999. Halt ohne Keyboard. Ja, okay. Und halt mit einem LCD-Display. Wenn es mit OLED haben willst, wird es halt schon Ja. teurer. Alle nur noch AI. Es ist komplett AI, überall. Also Microsoft ist da sicher der Vorreiter, was das angeht, weil das ist halt wirklich überall drin. Und was alles habe ich auch noch genau, Microsoft arbeitet da mit Meta zusammen, um die Meta Quest quasi für die Xbox, glaube ich, rauszubringen und so weiter. Also Ja, nicht nur Xbox, da auch gibt's Windows und alles, ja. Das haben wir eh schon gehabt das letzte Mal, aber jetzt kommt eben Windows auch noch dazu. Da mehr optimieren und puh. Ja. Ja, Microsoft hat einmal ordentlich Kohlen in die Dampflokomotive nachgelegt. Ja, also Windows 11 wird quasi AI und ARM tauglich. Ich frage mich, was. Ich frage. Ja, keine Ahnung. Ob das die nächste Dotcom-Blase wird. AI, ich weiß es nicht. Ich meine, ich weiß es nicht. Also, Microsoft wird es nicht in Ruin treiben, ja. Das eh nicht. Na, ich Aber. meine, ich finde, ich muss ja eins sagen, ich glaube, Windows hat diese Dinger gebraucht einmal. Weil Ja, das ist zumindest einmal eine Chance, dass das besser werden kann. das ändert ja nichts an die sonstigen Flaws, die das System inhärent schon Ich hat. meine, Flaws haben alle, das hat der Mac Ja, alles, also das muss sicher. man. Ja. Also das ist vom Perfekt sind wir da weit weg. Natürlich. Gebe ich da vollkommen recht, aber ich kämpfe mit Windows echt so oft. Ja, vielleicht wird sie ja jetzt Und ich besser. verwende es nur zum Zocken. Das, was? Ja, vielleicht wird sie ja jetzt besser. Ja. Okay. Weil natürlich, es legt ja jetzt, Samsung legt jetzt die Copilot-PCs auf. Asus, Lenovo und wie sie alle heißen. Ja, mein gut, die sind ja schon per Verträge an Microsoft gebunden, das so umzusetzen, Ja, wie und Microsoft das natürlich, vorschreibt. mir jetzt natürlich als Konsumenten oder Nutzer dieser Geräte haben halt jetzt noch einen Vorteil. Ich springe jetzt gleich zum nächsten Thema, dass mir jetzt natürlich von Qualcomm einen neuen Anbieter für einen Prozessor und damit auch gleichzeitig Grafikkarten haben. Ja, okay. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, weil jetzt an der neue Snapdragon eben jetzt diese Leistung bringt, um jetzt wirklich konkurrenzfähig zu sein. Weil jetzt sind wir auf M3-Niveau. Ja, eh.
Und was schaut ist, sie haben ja so ein Testkit da rausgebracht, also ein Dev-Kit. Ich würde das einen hammergeilen PC. so Mini-PC, das war so ein Windows-Mini-PC. Ja. Ich finde, der schaut sogar geil Ja, aus. wirklich, ja. Also, mir gefällt er mit der durchsichtigen Box besser. Also, ich hätte ihn so rausgebracht. Na, der schaut wirklich cool aus, ja. Darf man eh nichts sagen. Also, so durchsichtig wäre der Hammer. Also, das wäre echt nicht schlecht, weil, wenn du jetzt nur was zum Surfen, Arbeiten und sonst was brauchst, hättest du einen super PC. Und vor allem, weil Werden ja aber Intel. sicher auch bald kommen, so Mini-PCs, weil eben mit dem Qualcomm ist es jetzt quasi eben möglich, die Dinger wieder ein bisschen kompakter zu bauen, ohne extreme Leistungseinbußen zu haben. Weil bei den Mini-PCs hast du Jetzt immer das kannst Problem, entweder ist er klar. größer, weil fette CPU drin, oder er ist kleiner, dafür hat er halt recht wenig Power mit den klassischen CPUs. Ja, oder er ist super laut, Oder super laut, ja. Genau. weil du halt Lüfter reinknallen musst nach und Ja. nöcher. Und er läuft dann trotzdem noch wärmer als in einem normalen Ja. Tower. Ist klar, da kriegst du die Physik nicht weg, Nein, das ist einfach ist so, so. ja. Und natürlich, was auch das Problem war, Mini-PCs mit normalen Prozessoren und Grafikkarten waren furchtbar teuer zu bauen. Also da zahlst du schon mal für einen Ja. Formfaktor einen heftigen Aufschlag. Die Probleme, die du halt. Okay. Ist der RAM aufgelötet? Ist der SSD aufgelötet? SSD, Gut, glaube ich, wie bei das Apple, wird wie beim Mac Mini ja. sein. Das ist natürlich Das klar, ist das noch hast du wieder ein bei. Nachteil. Das Risiko hast du Ja. natürlich, also das muss man sagen. Wobei bei mein Mac Mini habe ich zumindest damals noch einen RAM tauschen können. Also das war damals Das möglich, ja. kannst du bei den Bei neuen dem neuen alles nicht nicht mehr, mehr. ne? Ja, aber was ich mir bei der ganzen Sache frage, nervt mich Windows dann ständig in Zukunft zwecks? Willst du Copilot haben? Da schalte ich doch frei. Microsoft, glaube ich, fragt dich nicht, ob du Copilot haben willst. Du willst Copilot haben. Na, ich will es auf meinem Gaming-System nicht haben. Du willst Copilot Na. haben. Microsoft sagt, du willst Copilot haben. Okay, dann werde ich mal kurz oder lang doch auf Also, SteamOS wechseln, oder? es ist ja auch so, jedes Copilot Notebook hat eine dedizierte Copilot-Taste zu Ja, haben. das weiß ich Also schon, das ist das schon, verpflichtend. ja. Also Copilot ist in Windows dann, das wird essentieller Bestandteil sein wie der Startbutton, bis es in Vista wegtun oder nicht in Vista, wo haben sie es weggetan? 8. Windows 8. Bis sie dann drauf kann sein, das war echt eine blöde Idee. Ja. Na, aber wirklich, das ist die grundlegende Frage. Copilot, okay, da läuft es jetzt on device, weil Snapdragon, bla bla bla. Ja. Microsoft updatet ja Windows 11e jederzeit ungefragt und bringt dir neue Funktionen oder nimmt dir Funktionen, die eigentlich gut waren. Labert die dann laufend, während ein Spiel läuft, der Copilot geht dann wieder Pop-up Na. auf. Da benutzt doch Na. den Copilot, du dies, du das, da willst du da alle Na. deine E-Mails scannen lassen, einrichten, bla. De das Na, ist das tut es nicht. das, was mich ein Also, bisschen sorgt, weil. ich glaube, es gibt die Überlegungen, dass Copilot irgendwann in Games einziehen könnte, um dir zum Beispiel Hilfestellung zu geben. Ja, nicht einmal das will ich haben. Wohl, du willst es haben. Nein, ich will es nicht haben. Microsoft denkt für dich, lass das Ja. einfach sein. Na, Das ich lass passt. nur Tim Apple für mich denken, aber beim Spiele-PC will ich noch selber denken. Beim Spiele-PC denkst du wie, wie jemand Ja, anderer. will ich selber denken. Na, na. Also du willst Copilot haben. Auch wenn du es nicht willst, du willst es haben. Na. Aber ich mach mir da keine Hoffnungen, das wird bei Apple genauso einziehen. Ja, genau.
Es wird halt dann Siri Ja, heißen. und nicht funktionieren. Ja, eben, was ist dann der Unterschied? Ja, bei Windows funktioniert es dann wahrscheinlich zumindest halbwegs, aber Siri ist ja eine Katastrophe. Immer noch. Und wird ja wahrscheinlich Ja. erst noch gereicht, diese AI-Funktionen. Die kommen voraussichtlich erst 2025 bei Apple, also. Ja, schau mal dann Ja. einmal. Okay. Also das ist das. Das hast du mal den Snapdragon auch gleich abgefrühstückt. Also das freut mich zumindest, dass jetzt endlich das einmal in der Windows-Welt da angekommen ist, dass jetzt ARM da auch konkurrenzfähig ist. Ja, okay. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist okay. Gut. Tja. Ich Jetzt bin hörst immer du. noch skeptisch, aber vielleicht ist es einfach, weil ich ein alter Frog in Mann bin. Copilot. Frog in Copilot, der gibt da Antwort drauf. Kann man was? Hast du gerade einen Windows-PC Ja. offen? Du hast ja Copilot schon drauf, oder? Na, keine Ahnung. Na, ich habe sicher noch nichts drauf. Na, wüsste ich nicht. Du hast sicher Copilot schon drauf, oder? Co. Bi. Lot. Na, war ich nicht drauf. Okay. Hast du Windows 10 oder 11. 11? 11. 11. Dann müsstest du jetzt wahrscheinlich mit irgendeinem Update wär's kriegen. Aber bei dir müsste es eigentlich, glaube ich, alles übers Internet laufen, weil du kein NPU Ja, hast. natürlich wird es über das Internet laufen bei mir, ja. Ja, genau, ja. Aber gut. Können wir mal zu was anderem. Können wir mal zu was. Ja, gut, schöner kann man auch nicht sagen. Bei dem Thema. Aber der Ukraine-Krieg hat. Also der Angriffskrieg des verrückten Zars da auf die Ukraine hat Auswirkungen auf die Flugrouten der Adler. Und zwar Ja. haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Adler ihre Routen mittlerweile so setzen, dass sie die Ukraine bzw. die Kriegsgebiete nicht mehr überfliegen. Okay. Das habe ich mir auch gedacht. Okay. Okay. Ja, gut, ich meine, Lesen den es macht natürlich. Standard oder irgendeine andere Zeitung oder haben die einen Ticker oder so? Na, die haben das wirklich so verinnerlicht, dass man da vielleicht nicht drüber fliegen sollte und die nehmen einen Umweg von knapp 80, 85 Kilometern steht da in Kauf, um Kriegsgebiete zu meiden. Also schützt die Adler, das sind sehr intelligente Tiere. Ja, eh. Also, herausgefunden haben sie das, weil sie halt ein paar Adler natürlich so GPS-mäßig natürlich immer tracken. Das wird ja bei uns da im Nationalpark teilweise gemacht. Die haben einen GPS-Tracker und Sender dabei und also mit GSM-Sender dabei. Es sind halt manche Vögel ausgeschaltet und so kann man halt die Flugrouten immer wieder nachvollziehen. Das ist da geht es hauptsächlich auch um die Entwicklung der Population gegangen, wo treiben sich die Vögel und so weiter immer. Und eben Auswertung der Logs hat halt ergeben, dass seit der Februar-Invasion durch die Russen und den Heavy Bombardment oder ja, den heftigen Bombardierungen, Kriegsbedingungen, die da halt vorherrschen in manchen Teilen, dass die jetzt im Frühjahr 2023 und jetzt 2024 eben ihre Routen ja, geändert haben. Okay, Ja, spannend. wirklich spannend. Okay, oh, man. Das ist, oh. Hätte ich mir jetzt auch nicht Na, gedacht. ich war sehr. Mir ist mal kurz der Mund offen geblieben, wie ich die Nachricht gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, okay. Aber ja.
Cool. Gut. Ja, dann so das letzte KI-Feature jetzt hoffe ich für heute. Ich hoffe, ich habe es sonst gar Ma, nicht mehr bitte, reingetan. ja, das ist Ja, echt. OpenAI hat ja auch noch seine Konferenz gehabt. Das war einen Tag vor Google. Ich meine, man hat nach der Google I.O. gewusst, warum es OpenAI macht, weil sie halt ziemlich die gleichen Features gehabt haben. Das heißt, ChatGPT 3.5, 4 ist ja jetzt quasi. Also 3.5 kannst du jetzt ohne Account nutzen, 4 kannst du ja quasi mit Account nutzen und 4.0, also 4, ich nenne es liebevoll 40, kannst du jetzt Ja, quasi, wenn die Bezahlversion hast, nutzen. Ich mein, das ist genau das, was ich vor 2 Episoden eben gesagt habe, dass da der nächste Ding jetzt kommen wird. und es hat halt mittlerweile, gibt es jetzt eine macOS-App für das Ding, ladet es aber bitte nur von der offiziellen Seite runter. Wenn es da nicht drinnen ist, wird zuerst ausgerollt und du kriegst es dann nur als Ah, Bezahlkunde. okay. Also extern sind da anscheinend sehr viel Fake-Links umhergeschwirrt. Ja, klar. Und ja, also und sonst halt auch mit der Videofunktion, dass du jetzt mit ChatGPT interagieren kannst, ihm Sachen zeigen kannst und er dir dann quasi mit dir Gespräche führen kann. Hast du sowas? Also ich habe ja jetzt, ich hab jetzt seit Monaten leider mal die Free-Version. Ich habe Hast du eigentlich schon mal? seit, ich habe seit, ich hab die Bezahlversion von Ja. seinen. Ich habe die App auch bekommen. Ja, ist natürlich, hat einen Vorteil, weil sie halt schon schneller ist. Und es ist halt da endlich, das was ja ewig gedauert hat bei denen. Mittlerweile gibt es ja endlich in dieser App eine Suchfunktion. Das hast du ja sonst im Browser nur über Add-ons ermöglichen können. Ja, aber sonst ist es eigentlich das Gleiche. Also Hast du mit 40, also 4.0, schon ein bisschen umgespielt, sowas ich mit habe eigentlich fast nur, Bild- ich und habe eigentlich fast Audioerkennung nur, und so weiter? ja, ich habe eigentlich fast nur mal 4.0 aktiviert, weil das ist ja der einzige Ding, warum sich die Bezahlversion nur überhaupt irgendwie auszahlt, dass halt da quasi raushauen kannst jetzt an. Ja. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ob sich das wirklich lohnt. Ich meine, mit Journey kriegst du halt, nein, nicht mit Journey, Dall-E kriegst du halt auch noch dazu. Ja. Das hast du, glaube ich, in der Gratis-Version nicht. Nein, nein, das ist da gerade das bloß so nicht, ne? Aber ob sich dafür allein das auszahlt, ist eine sehr gute Frage. Weil du hast ja die 4.0-Version, du hast ja als mit Account kannst ja auch 8 Anfragen die Stunde stellen oder sowas. Also, puh, ob sich das wirklich auszahlt für die meisten Leute, weiß ich nicht. Ja, okay, ja, ist ja, kimp ich mal drauf an, Also, also. ich habe mir sogar auch gedacht, puh, macht es sogar Sinn, da noch 20 € im Monat dafür zu zahlen. Ja, ich benutze 3,5 jetzt nicht selten. Also es ist schon, dass es. Ja gut, 3,5 ist generell Ja, na kostenlos, eben, das ist ja eh wurscht. also ich verwende ChatGPT jetzt nicht selten. Es ist schon so, dass es 3, 4 Mal am Tag nutze. Das immer geht mir auch so, ich nutze es auch häufig. Wenn Googles Modell allerdings besser werden sollte und da irgendwann aufholt, würde ich aus dem Grund zu deren Bezahlversion wechseln, weil dann kriegst du 2 TB Google Drive dazu. Ja, okay, das ist für mich zu wenig Argument. Google ist immer noch auf meiner Blacklist, also von dem her. Google ist auf meiner Na, Playlist. denen will ich keine, so wenig wie möglich Daten geben. Also das wäre mir, will ich nicht. Also gut, ich weiß mittlerweile auch nicht mehr, was ich von OpenAI halten soll, aber Das gleiche wie von Google. ja. Die, ja, sagen wir so, es ist vielleicht besser, wenn man die Angriffsvektoren gleichmäßig verteilt und nicht alles auf einen setzt. So, Die Google Angriffsvektoren. verwende ich halt schon halt für die Suche. Das reicht mir schon das reicht schon, um ein sehr gutes personalisiertes Profil zu erstellen, wenn ich bei denen auch noch meine Daten liegen habe und
meine ChatGPT-Anfragen dann, also meine AI-Anfragen, dann wäre das ein bisschen too much. Also eben Security bei einfach so viele unterschiedliche Dienste wie möglich nutzen, die nicht miteinander verknüpft sind. Punkt. Okay. Ja. Ja, an sich, ja, wie gesagt, ich nutze es eh recht viel. Ich nutze es, es funktioniert. Also, ich habe es in letzter Zeit auch sehr oft einfach genutzt, nur um mir, weil ich jetzt nicht so fit bin in Postgres, SQL, Queries und so weiter, da sage ich einfach da, ich brauche das, ich suche in der Spalte, in der, Nimm den Schaß. ich suche in der Spalte, in der Tabelle, will ich nach den und den Sachen suchen und filtern und sortieren, nach dem spuck mir mal aus, wie ich denn die Query schreiben muss. Und das funktioniert tadellos zum Beispiel. Also das ist Das, wirklich hammermäßig. da ist es auch richtig gut. Du kannst da teilweise bei so Dinge, bei so Dokumenten, wo das blöd formatiert ist, da kannst du da so viel Zeit sparen, indem du das ChatGPT machen lässt und sagst, hey, gib mir das einfach nur mal mit Beistriche getrennt bitte aus. Ja, Das ist so simple Sachen. ich hab's auch heute für die Sendungsvorbereitung gebraucht, weil ich hau ja unsere Themenübersichten, also unsere Themen, wie heißen sie denn? Die Themen. Überschriften, die wir so schreiben, also so, letztes Mal haben wir es genannt, Rabbit Hole, Apple Ja. Vision Pro, also das aus unseren Sendungsnotizen, das schreibe ich ja immer ins, eben für die Suchoptimierung, kommt das in eine und auch ins MP3 direkt Ja. und das sind einfach nur die Überschriften in einem Fließtext einfach mit einem Beistrich getrennt. Bis jetzt habe ich halt unsere Sendungsnotizen da genommen. Ja. Eine kopierten Editor, hab die Links ausgelöscht und hab nachher die ganzen Zeilenumbrüche gelöscht und Jetzt nachher machst du anders. jetzt habe ich so, heute habe ich so eingeschrieben, habe ich ChatGPT eben die komplette Liste eingeschrieben und habe gesagt, du nimm nur die Überschriften für die einzelnen Themen, die wir besprechen, Und noch einen Absatz dazwischen. mach keinen Absatz, lösch alles aus und verbinde einfach nur mit einem Bindestrich, Punkt. Achso, ja, Also für das ist super. Das ist also, da Also sparst zwar, du. es hat zwei Anläufe gebraucht. Zuerst hat das mal mit Aufzähl, nur eine reine Aufzählung gemacht. Und dann habe ich gesagt, na, keine Aufzählung, einfach nur Bindestrich getrennt. Punkt. Und sofort ein Output gehabt. Er hat da sowas wie News und Clemens oder Alex weggelassen. Er hat wirklich verstanden, das Ja, ist die Themenüberschrift. das kriegt er Und hin. eben, solche Kleinigkeiten, das hat mir, kannst du sagen, ja, 5 Minuten Arbeit gespart. Ja, warum soll man etwas manuell machen, wenn man eine Stunde damit verschwenden kann, es auch zu automatisieren? Nein, ich habe es nicht Nein, automatisiert, ich habe einfach nur Spaß. gesagt, du mach das, Punkt. Ich meine, es ist ein Vorteil, da du jetzt ja diesen Prompt hast, du kannst ja jetzt in Zukunft immer wieder das gleiche Fenster verwenden. Und das für die nächste Sample. Jetzt checkt das automatisch immer. Ja, genau, ja. Das ist jetzt der Vorteil, ja. Ja, also das funktioniert wirklich Naja, gut, kann ja. aber auch komplexere Dinge. Also da ist Ja, teilweise dann, definitiv. da kannst du teilweise echt Stunden an sinnloser Arbeit ersparen. Zum Beispiel. Da waren ein paar Dinge in letzter Zeit. Ich meine, ich weiß es dann nie mehr auswendig, was ich gemacht habe. Aber zum Beispiel aus Excel-Files was rausnehmen, dann haust du das ganze Excel-File rein und sagst, macht mal da ein neues Excel-File draus mit den und den Sachen. Okay, ja gut, das habe ich auch schon. Das, Sowas und habe ich auch schon mal was ich verwendet. was, also man, natürlich, jetzt ist halt wieder das Ding, du kannst nicht alles reingeben, weil es halt wieder DSGVO-Sachen gibt und so weiter. Ja. Also das muss natürlich jeder für sich selber abwägen, was gibt man da rein und was nicht. Ja, als Unternehmer, als Privater. Ja, ich meine, jetzt natürlich, ich meine, ich würde jetzt keine Umsatzzahlen reingeben von irgendjemand, das ist schon klar. Ja. Also privat mit deinen Daten kannst du da tun, was du willst. Also kannst reinhauen, Ja. was willst. Ich meine, die Frage ist, ob du es möchtest. Ja, eben, sicher. Also, weil es ist halt alles quasi, das wird halt alles verwendet. Aber es ist schon gut, was es kann, das nehme ich nicht weg. Und jetzt natürlich, das ist jetzt die Überleitung, warum Microsoft so auf Copilot beharrt, weil es natürlich dann komplett in dein Workflow drin wäre. Dann wäre es in Microsoft Teams drin, dann wäre es in Office 365 drin, dann ist in Azure drin, dann ist in
was weiß ich, was im Power-Plattform und wie die ganzen Dinger halt alle heißen drin. Ja, genau. Ja, jetzt bin ich fertig. Gut. Ah, das eine Thema können wir dann vorziehen, da mit der ChatGPT-Mac-App, weil das haben wir gehabt. Das habe ich da unten noch einmal drin. Ah, okay. Das kannst du vielleicht, das kannst du alles reinposten. Das haben wir da noch gleich, ja. Du kannst das Okay, passt. drunter auch, wo das mit dem Video und so weiter, weil das ist alles das gleiche wie bei Google. Also. Es ist ja, schau, hast halt noch ein ChatGPT. Ja. Gut. Warte mal, Dann. lass mir jetzt kurz mein Getränkevorrat auffüllen. Okay, passt. Weil, wie sagt man in die Spiele so schön, eure Bürger verlangen nach Wasser. Das war, glaube ich, in Anno sagen sie das so, oder? Ich glaube ja, irgendwie so. So. Eure Bürger verlangen nach Schmuck. Weil der wird ja gegessen. Gut, ich bin gleich wieder da. Okay. Dann kommen wir zum Wissensblock in dieser Sendung, weil ihr sollt ja auch etwas lernen. Heute geht es um die olympische Geschichte Benins. Jetzt müssen wir genau schauen, wo ist Benin? Ist ein Staat in Westafrika. Den gibt es wirklich, oder? Das ist jetzt nicht erfunden. Okay. Dachverband der Olympischen Bewegung Benins ist das Comité National Olympique et Sportif Béninois. Béninois. KNOS. Das KNOS wurde 1962 gegründet und noch im selben Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee IOC anerkannt. Seit 1972 nehmen Sportler des Landes an Olympischen Sommerspielen teil. Zu Olympischen Winterspielen wurden noch keine Athleten entsandt. Bislang, Stand Dezember 21, wurden keine Medaillen gewonnen. Könnten vielleicht einmal eine Bobmannschaft machen. Vorgeschichte. 1,5 Jahre nach der Unabhängigkeit des Landes von Frankreich unter dem Namen Dahomey entstand der Gedanke der eigenständigen Mitgliedschaft in der olympischen Familie. Im Februar 1962 wurde das Sekretariat des IOC über diese Pläne informiert. Schließlich kamen am 5. Mai 1962 die Vertreter von 7 nationalen Sportverbänden, Leichtathletik, Basketball, Boxen, Radsport, Fußball, Volleyball und Tennis, zur Gründung des Comité Olympique Dahomey zusammen. Aus ihren Reihen wählten sie Justin Durand, den Präsidenten des Leichtathletikverbandes, zu ihrem Vorsitzenden. Zum Generalsekretär wurde Adolphe Santos, Präsident des Volleyballverbandes, bestimmt. Einen Monat später gaben die Teilnehmer der 59. Session des IOC in Moskau den Antrag Dahomeys zur Aufnahme statt. Ja, das wird es heutzutage gar nicht mehr geben, dass der IOC in Moskau was veranstaltet. Bei den Olympischen Spielen in München 1972 nahmen erstmals Sportler aus Benin teil. Die dreiköpfige Mannschaft, zwei Boxer, ein Leichtathlet und ein Leichtathlet traten München unter dem Namen Dahomey an. Erster Olympionike war am 27. August 1972 der Bantam-Gewichtsboxer Leopold Akpazzo. Zu den Spielen 1976 in Montreal wurden keine Sportler entsandt. Das Land folgte dem Boykottaufruf der afrikanischen Länder. Okay, der Alexander ist wieder da. Ich wollte gleich fertig reden lassen. Ist sehr freundlich. Gut. Halbzeit, würde ich sagen. Ja. So. Na, hoffentlich nicht. Wie lang nehmen wir schon auf überhaupt? 1 Stunde 35. Okay, wird wieder über 2 Stunden. Über 2 wird es normalerweise schon werden, ja. Gut, dann. Glaubst du, dass wir das schaffen würden, dass wir überhaupt sowas mit 1 Stunde aufnehmen könnten? Na. Wir haben das schon einmal gehabt. Haben wir das wirklich einmal gehabt?
Ja, aber ich weiß nicht, ob das eine reguläre Folge war. Das glaube ich nämlich auch nicht, weil das. 2.37, 3.27, 2.64, 2.13, also weihnachtliches Glückwunschgelaber am 24. Dezember 2023. Oh, das ist noch gar nicht so lange her, haben wir 2 Stunden 13. Adventkranzlaufwerk war 2 Stunden 22. Let's Play Bread and Fred haben wir 1 Stunde 35 gehabt. Hagebutten Isländisch Mosen mit 1 Stunde 26. Eigentlich sind wir meistens über 2 Stunden. Die kürzeste Episode laut ChatGPT war so ein Scheiß-Set mit einer Dauer von 37,2 Minuten. So ein Scheiß. Na, 1 Stunde Gut. 24. Gut. 1,5 Stunden. Ah, gut, das ist die kürzeste. Stimmt wahrscheinlich sogar, oder? 1 Stunde. Ja, wir haben schon kürzere auch gehabt. Das war so drei, so zwei Folgen, die du allein gemacht hast Ach damals, so, wo auch ja, nur gut. kurz Update das war, aber das war egal. 1 Stunde 55. Auto, Auto, also unser erste, also eigentlich die zweite, aber die erste da in der Liste ist 2 Stunden 2. Ja, na, so ein Scheiß. Das Erwachen der Nerds, 1 Stunde 37. Das ist ja kein länger als so ein Scheiß. So ein Scheiß, 1 Stunde 24, ja. Ab in den Süden, 50 Minuten. Oh. Müssten wir nochmal eine hauen, was wir da bitte für ein Blödsinn geredet haben. Ja, bitte nicht. Na, eigentlich nicht. Stimmt, da haben wir echt nur 6 Themen gehabt. Ah, das war, glaube ich, wegen dem Sommer, oder? Ja, da haben Da wir haben wir Sommerfolge. Haben wir eine Folge aufgenommen und nachher halbiert, glaube Ah, ja, stimmt, da haben wir was gemacht, ne? ich. Naja. Ah, Es stimmt. wird heuer nicht mehr passieren. Es gibt keine Sommerpause. Es wird einfach voll durchproduziert. Bis die Damit Mikrofone dampfen. ihr unter den Palmen auch in den Genuss kommt. Genau, was wäre Urlaub am Ohne Strand oh, Techtelmechtel. ja, Podcast. Ja. Gut. Gut, so bitte. Kommen wir zu den Ah, Gadget. das Ding. Kennst du es? Ich hab's gesehen, ja. Bitte. Der Tiny Bot. Das ist ein sehr interessantes Gerät. Ich verstehe es zwar immer noch nicht ganz, was. Also, ich verstehe es zwar schon, was es tut und was es macht, nur verstehe ich nicht, wer das haben wollen würde. Jedenfalls, wer kann sich noch an den iPod erinnern? An den Ich meine, ersten? Kannst du dich daran ja, erinnern? ich will dir jetzt gleich fertig erzählen lassen, weil es ist ja ganz witzig. Ja, erzähl einmal zuerst deine Geschichte fertig. Ich habe keine Geschichte zum Erzählen. Achso, nein, Also, das sagen wir, was das ist dann zuerst. wer sich an den ersten iPod oder an den iPod generell erinnern kann, das war so der MP3-Player von Apple. War ja eigentlich kein MP3-Player, aber der Musikplayer von Apple. Mit Warum einem. war es kein MP3-Player? Weil du keine MP3s einfach so aufladen hast können. Ach so, ja gut, hallo Apple, hallo. Ja, das waren keine MP3s, das waren Also bitte, AAC-Files direkt aus dem Store. Du hast ja nicht frei. das warst du nicht frei? Na, ich glaube, du warst du gebunden an iTunes, oder? Nein, iTunes, schau, du hast ja in iTunes alles importieren können, was du besessen hast. Ach so, ja, Ja, ich meine, das möglicherweise natürlich, schon, du hast ja. den Umweg gehen müssen. Ich meine, es hat ja so Zeiten gegeben, da hat man iTunes, das kennt man das heute überhaupt noch? Ist hat es wohl gegeben bis vor kurzem. Ja, aber jetzt mittlerweile ist der Name ziemlich verschwunden. Also iTunes war diese horrende, schlechte Software von Apple. Und iTunes war eigentlich so im Grunde die erste legale also nicht die erste, aber die erste größere Plattform, die es ermöglicht hat, legal Musik zu erwerben und zu Ja, kaufen. vor allem du hast da Alben erwerben können damals. Da hast du einzelne Songs rauskaufen können. Genau, ja. Und das war das durchschlagende Modell. Aber du hast halt immer, egal ob du das schon besessen hast, den Weg über iTunes gehen müssen, dein iPod mit einem Kabel anstecken und alles drauf synchronisieren. Genau. Und der iPod, der hat halt
war ein ziemlich eigentlich cooles Gerät, weil es hat da, glaube ich, eine 60 GB-Variante gegeben. Das, also nicht vergessen, wir reden da von Zeiten, wo so MP3-Players-Chips drin gehabt haben, mit, keine Ahnung, 8 GB, 16 GB vielleicht. Und der iPod hatte teilweise sogar noch eine rotierende Mini-Festplatte drinnen gehabt, mit, glaube ich, 60 GB oder Das war noch Zeit, 80 GB-Variante. ne? Ja, heute hat man das alles so irgendwie in sein Phone drinnen und fertig. Oder man nutzt eh sowas wie Spotify oder ja, iTunes, Apple Music. Jedenfalls, der Player an sich ist schon ein bisschen so eine Ikone unter Fans, auch immer noch sehr beliebt. Also er wird da teilweise noch, ich kenne sogar noch Menschen, die den auch nutzen im alltäglichen Betrieb. Und der TinyBot, das jetzt rauskommt, das ist jetzt nichts anderes als ein Gehäuse mit eben so diesem One-Click-Wheel, also für die Bedienung. Und was jetzt da anders ist, der bringt selber kein Display oder irgendwas mit und auch keinen Datenspeicher, sondern das ist nur eine Fernsteuerung. Und ferngesteuert wird damit nur die Apple Watch, Genau, ja. den man ohne Band in dieses Gehäuse eben rein friemelt. Und ja, man hört dann quasi Musik über die Apple Watch und hat eine iPod-ähnliche Steuerung dafür. Ja, es ist eine Seite, die ich nicht benutzen kann, weil da gibt es nichts zu sehen. Keine Ahnung, gibt es noch nichts zum Kaufen. Man kann wirklich gar nichts machen. Schade eigentlich. Coming this summer. In schöner Apple-Schrift unten drin. Okay. Na, da kann man jetzt gar nicht einmal wirklich was machen. Ich wollte jetzt eigentlich noch mehr Naja, dazu sagen, aber die Webseite funktioniert. was ich dazu, du hast es schon angesprochen, der iPod Classic, der hat ja noch immer eine relativ, ich meine jetzt nicht riesige, aber der hat eine Fanbase. Und es gibt ja sowas wie Rockbox, wo du noch Firmware und sowas und Dev-Builds und das alles kriegst. Also das heißt, der lebt ja noch weiter mit jetzt neue Funktionen und du kannst ja mittlerweile viel, viel mehr machen damit. Also da gibt es schon ganz, ganz coole YouTube-Videos auch dazu, was du alles mit einem iPod Classic tun kannst. Weil viele wollen halt quasi, ich meine, er hat halt auch nebenbei noch einen großen Vorteil, er hat halt einen Klinkenanschluss. Ja. Und du kannst halt jetzt wirklich nur unter Anführungszeichen so halb digital, halb analog Musik hören. Genau. Was du jetzt dann in neu, was halt mit dem iPhone oder so nicht kannst. Ja, stimmt. Und Mit deshalb ist er halt nur, er hat Einschränkungen. Du kannst zwar SSD und du kannst das alles tauschen, das ist alles okay, leider du hast halt nur immer diesen proprietären Stecker von Apple. Ja, genau. Und der ist halt, sagen wir mal so, wo ist der stecken geblieben? Ist der, was hat denn der für Geschwindigkeit überhaupt? Boah, keine Ahnung. Es ist der 6, wie heißt der, 6-Pin oder was war das? Oder Ja, war das nicht der 4-Pin? Firewire-Anschluss generell? Nein, nein, das war ganz am Anfang, glaube ich, hat dann Firewire gehabt. Ah ja, Zum stimmt, ja, Schluss ganz am aus sie, Anfang, ja. zum Schluss aus war es dieser längliche Stecker da. Wie hat denn der geheißen? Kannst du da mal schauen? Ich schau Nimm grad. einfach meinen letzten iPod Classic. Den letzten iPod Classic. Sechste Generation. Naja, sag's mir nichts an. Charging Cable. Der USB war es nicht. Das war das da. Das war der 30, der 30-Pin war das auf USB. Okay. Apple 30-Pin to USB-Cable. Ist ein USB-2-Anschluss. Ja, ah, okay.
Ja, okay. Dafür wird man heutzutage schwer Ersatz kriegen, um es zu laden, ja. Das Kabel kriegst du problemlos zu kaufen. Ah, okay. Das verkauft sogar Apple noch. Ah. Oder ist das da das komische 30-Pin Ja, genau. Sync-Kabel? Okay. Also Apple verkauft das Kabel auch noch. Ah, okay. Ja, gut. Also das waren ja noch Nein, das war ist aber besondere. nachher der, was sie nachher beim ersten iPhone gehabt haben, oder? Das war das, was bei den ersten iPhones da Ja, war, ja. okay. Ja. Ja, und was haltest du von dem Gerät? Ich weiß es nicht, ich meine, es macht die Apple Watch endlich sinnvoll. Ha, Deswegen war das. aber ich weiß es nicht, also. Warum bringt man nicht einfach einen MP3-Player außer? Ich glaube, du brauchst. Ich meine, mich wundert auch, ist das nicht wegen dem Patent, könnte das ja so eine Geschichte werden. Was MP3? Der komische Player da. Was für ein Patent soll es verletzen? Ja, das Clickwheel. Es gibt da drauf ein Patent. Ja, klar. Oh. Also das Ding hat sich Apple patentieren lassen, ne? Okay. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe es gesehen und habe mir gedacht, okay, ja, nett, cool, das Clickwheel war eigentlich ganz nice. Und dann, okay, Apple Watch, wieso sollte ich das haben wollen? Also, die Apple Watch ist jetzt nicht unbedingt das günstigste Device, was du da so aufs Handgelenk draufschnallen kannst. Also, die kostet schon mal, sagen wir mal, Einstiegspreis, wenn er gut anfängst, 400 Euro. Jetzt hast du eigentlich eine voll funktionsfähige Sportuhr, also die du auch keine Ahnung, Sportaktivitäten und Bodytracking und was und so weiter hernehmen kannst. Und jetzt kaufst du erstens einmal Apple Watch, dann zweitens dieses Case und dann verbindest du die zwei Sachen, um damit einen, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was das Case da kostet, aber gehen wir mal davon mindestens 150 bis 200 Dollar aus. Dann hast du etwas, was 600 € kostet, um Musik anzuhören. Du kannst ja alle anderen Funktionen nur nutzen. Welche? Du kannst die Navigation nutzen. Und das weiß ich nicht, ob das so einfach geht. Weil, Du hast ja das Touch-Display. wenn du die Apple Watch abnimmst und die erkennt hinten, dass es keinen Kontakt mehr zum Körper hat, ist die Apple Watch gelockt. Wahrscheinlich werden es das mit dem Case halt Dann musst du dein austricksen. PIN eingeben, damit du sie nutzen kannst, bis sie sich nach ein paar Sekunden wieder Ja, lockt. gut, das könnte ich aber ausstellen, ne? Das heißt, ich deaktiviere erst einmal ein Sicherheitsfeature meiner Uhr, dass nicht Ja, jeder meine gut. E-Mails lesen kann, die auf der Uhr ankämen oder zu lesen sind, damit ich einen 600 € MP3-Player habe, der nicht einmal einen Klinkenstecker hat, weil die Musik kommt ja von der Uhr. Was soll ich sagen? Was kauft man an Apple Watch? Na, was kauft man das? Ich verstehe es, also. Also ich sag so, ich habe da keine Bedenken. Wenn jemand eine Apple Watch kauft, kauft er das auch noch. Ich würde mir sowas nie im Leben kaufen. Also das ist ungefähr so, wir haben einmal diese Aufstecktastatur von den einen YouTuber, der kommt fürs iPhone. Ja, genau, ja. Verkauft sich ja. Also, wo ich mir denke, ich weiß zwar nicht, wer das wirklich braucht, aber verkauft sich. Verkauft sie sich wirklich? Was ich so mitkriege, glaube ich, verkauft sich das, ja. Das ist klar, kann ich mir nicht vorstellen.
Also, ich krieg's immer wieder mit, dass Leute begeistert davon sein. Okay, gut. Ich weiß aber nicht mehr, wie es geheißen hat, Ja, auswendig. ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß mir, ob es da in der Sendung gehabt, ja. Ja, ich finde es irgendwie ein sehr weirdes Gadget, aber. Klicks heißt's. Klicks. Ah, ja, genau, ja. Kopier es mal eine nochmal in die Shownotes. So. Ah, ja, genau. Oh, ja, genau, das war das da, ja. Naja, die Aufstecktastatur, die komische. Aber die macht wenigstens noch irgendeinen Sinn, in meine Augen. Ja, das ist eine gute Frage. Aber ja. Also ich mach mal da, das Ding könnte sich schon verkaufen, also das würde mich nicht einmal überraschen. Ja, aber. Ja, okay. Bin ich mir nicht so sicher, ob sich das verkauft. Ja, das werden wir dann sehen. Ups, ups, Gut, so, ups. dann mache ich da mit Google Sheets weiter. Ja, genau. Google Sheets kriegt jetzt eine Funktion, das man wahrscheinlich aus Excel kennt, wenn du so eine gewisse Anhäufung an Spalten und Zellen hast. Du kannst das ja in eine Tabelle umwandeln dann. Ja. Und das kriegt jetzt Google Sheets endlich auch. Das heißt, dass du mit einem Klick das in eine Tabelle umwandeln kannst. Das hat dann Vorteile, dass du halt filtern kannst, gewisse andere Spielereien da machen kannst, ein Dropdown-Feld und so weiter. Ist es davor gar nicht gegangen? Na? Ah, okay. Cool. Also, man erkennt jetzt, warum Google HubSpot haben will. Also, ich glaube, Google will da von dem B2B-Kuchen ein Stückchen weit abhaben. Okay. Ja. Cool. Und dann eine zweite Sache: Google bringt die klassische Suche zurück, zumindest als Option. Also ohne KI, das heißt, es wird wirklich nur das durchsucht, wie es früher war. Das heißt jetzt Webfilter. Das sind nur textbasierte Links. Und das ist es. Wie kann ich mir das, kann ich das testen auch schon irgendwie? Wenn du es hätte, ich weiß nicht, ob du es schon hast, aber das kommt jetzt zurück. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass Google wahrscheinlich, die New York Times hat ja OpenAI geklagt. Und ich vermute, dass wahrscheinlich Google darauf schon vorher reagieren wird und sagen, wenn wir in Zukunft nur mal KI-Zusammenfassungen von allen wiedergeben, dann werden wir da wahrscheinlich ein Problem kriegen. Schauen wir mal, ob das geht. Ich weiß es nicht, ob das bei uns schon ausgerollt ist. Das ist eine Frage, aber das wird sicher wahrscheinlich kommen. Gibt es das schon? Web. Ah ja, das ist es, ja. Okay. Merkt keinen Unterschied. Du musst schon wahrscheinlich was suchen, wo da höchstwahrscheinlich so eine Zusammenfassung Ja, geben wo ist wird. denn? Was nehmen wir denn? So, machen wir mal einen Vorschlag. Suche mal nach irgendein Rezept. Marmorkuchen. Ah! Okay. Na, ich glaube, das ist noch nicht ausgerollt bei uns. Aber es ist schon ein bisschen einfacher, ja. Ja, du kriegst überhaupt, also geh nochmal hinter auf die andere Ansicht. Weil siehst du, jetzt hast du drüben was, das kriegst du alles dann nimmer. Ja, okay, ja. Also es geht dann, da hast du ja die Bilder nimmer und das Ding und wahrscheinlich dann oben das Featured Snippet und wie sich das alles nennt. Ja.
Das ist dann alles weg. Gefällt mir. Was ist Marmorkuchen bei Finance? Error. In Finance hat man keinen Spaß mit Marmorkuchen. Na, wirklich nicht. Okay, gut. Warte mal, mach du mal, schneid ganz schnell das nächste Thema an. Ich habe meinen Wasserkrug in der Küche vergessen. So gescheit wie ich war.1980 in Moskau nahm mit 16 Athleten die bislang, Stand 2017, größte Mannschaft des Landes an Olympischen Spielen teil. Diesmal unter den Landesnamen Benin, was seitdem beibehalten wurde. In Moskau startete zum ersten Mal eine Frau Ja, aus Benin. Am 25. Juli 1980 trat Edwig Bankol im 100-Meter-Lauf an. gratuliere, Edwig. Ja. Ich hoffe, man hat das jetzt nicht gehört, wie mir da die Kiste mit den ganzen Sachen runtergefallen ist. Achso, ist dir was runtergefallen? Nein, ich glaube, das. Okay, Magst du aufklappen? sehr gut. Also, ich habe den. Na, Ich na, 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 keine Zeit kann für bei das. dem Artikel ruhig noch ein bisschen weiterlesen. Na, das war eher eine Kiste, die zum Wegschmeißen ist. Ah, okay. Also, die Wegwerfkiste ist runtergefallen. Ist so in etwa, ja. Gut, dann kommen wir wieder mal zu Umweltthemen. Ja, oder na, nicht Umweltthemen, sagen wir Stromthemen. Strom. Nämlich, und ich habe gestern mit einem Bekannten geredet, der genau in dem Gewerbe unterwegs ist, sondern der ist Elektrikermeister und hat sich Mechatroniker und hat sich spezialisiert eben auf Photovoltaikanlagen. Und der hat gesagt, der Preisverfall bei den Sachen ist ja mittlerweile schon sehr eklatant, was da passiert ist jetzt in den letzten 2, 3 Jahren. Witzige Bemerkung, das war lustig. Ich habe das jetzt auch neulich irgendwo gelesen und da haben sie sogar gesagt, eigentlich kannst du damit sogar einen Vorteil erzielen, weil du könntest in Zukunft damit sogar einfach einen Zaun damit bauen und damit so zu eigentlich schlechte Zeit, also so, weil das ist, hat ja dann keine optimale Positionierung. Ja. Das würde ja dann nur zu sehr spezifischen Zeiten viel Strom Genau, erzeugen. ja, genau. Okay, und das heißt, du kannst damit sozusagen gewisse Dinge kompensieren, aber weil das so billig ist, könnte es wirklich Sinn machen. Ja. Sinn machen tut es aber, und da kommen wir jetzt eben zu dem Thema, Sinn machen tut es momentan nur, wenn du den Strom auch wirklich selber Genau. verbrauchst, Eigenverbrauch, weil ja. Einspeisen ist, wird momentan immer schlechter gezahlt. Ja, klar, du kriegst schon einen Marktpreis. Ja, eben, du kriegst nur noch einen Marktpreis und du als Endverbraucher, wie du den Strom konsumierst, kriegst natürlich nicht den Marktpreis. Aber du beim Einspeisen kriegst nur den Marktpreis Natürlich. gezahlt. Das Problem ist natürlich ja das, was du gerade ansprichst, weil gerade Privatverbraucher sagst, du hast halt als Privatverbraucher generell ein Problem. Wann hast du Stromspitzen? Meistens Abends. am Abend. Und am Wochenende, das hast du halt nur 2 Tage die Woche. Also in Summe kannst du diese, also ohne Akku kannst du sowieso nicht ausnützen. Ja, genau. Und mit Akku ist halt auch die Frage, ich meine, jetzt wenn du wahrscheinlich beinhart nur das finanziell betrachtest, kann, als Privatperson kannst du das schenken. Es geht halt dann mehr quasi, willst du einfach ein gewisses Ding, dass du sagst, ja, okay, ich möchte es einfach, dass ich da weniger abhängig bin und Genau, ja. irgendwas zur grünen Wende beitragen. Eben das oder du hast wirklich noch einen von den geschissenen Stromtarife, wo du viel zahlst und noch nicht kündigen kannst oder was auch immer. Es hat ja zu den Krisenzeiten ja alle merkwürdigen Kombinationen gegeben, wie man sich da an Nagel eintreten kann. Aber Einen Nagel. trotzdem, auch die Speicher werden jetzt günstiger. Also Klar. es wird jetzt alles ein bisschen besser und Anker hat jetzt ein neues Speichersystem, die Solarbank 2 im Angebot. Das Gerät startet als Einzelgerät bei 1100 Euro und liefert eben ans Hausnetz 600 Watt
über eine normale Steckdose zurück. Das heißt, Ah, das ist das Balkonkraftwerk mit einem kleinen Speicher dabei. genau, das ist quasi, Ja. das ist quasi für alle, die jetzt zum Beispiel ein Balkonkraftwerk betreiben oder vielleicht nicht nur, es muss nicht kein Foto. Balkonkraftwerk sein. Der Speicher ist ja da. Wenn du dir die 600 Watt zurück ins Heimnetz holst, ist ja wurscht. Ist ja dann wurscht, Ist ja ja dann genau. wurscht, aber du kannst das genauso gut auf einer Terrasse oder auf dem Dach vom Garten heißen oder wo auch immer montieren, das ist ja egal. Ja, oder bei deinem Campingmobil oder Oder was weiß ich was. Campingmodul. Jedenfalls kostet der Speicher 1100 € und ja, er liefert jetzt nur, sagen wir mal, also wenn du es jetzt richtig machst und du willst einen richtigen Stromspeicher haben, dann hängt der nicht an einer Schokodose, sondern direkt Na. an deinem Zählerkasten, damit du nämlich richtig Strom zurückholen kannst. Weil Ja. 600 Watt ins Hausnetz zurück, das bringt da halt nichts am Wochenende oder am Abend, wenn du dir deinen Backofen oder deine Herdplatte einschaltest, um zu kochen, weil die brauchen deutlich mehr Strom. Ist schon Also klar. damit kompensiert man auch nicht die Energie, auch Na. nicht mit dem, was man untertags Ich meine, eingespeist hat, oder? ich finde es halt, ich meine, ich finde die Idee halt generell nicht schlecht, weil zum Beispiel, wenn du jetzt eine Mietwohnung hast und du darfst nichts montieren oder du kannst nichts anbringen, kannst halt sowas theoretisch machen. Genau. Sagst halt, okay, ich leiste halt unter Anführungszeichen, ich habe halt was, wo ich mir ein bisschen ein Geld langfristig spare oder was weiß ich was, Genau. aber Die Sache ist ist die, ja. also die Speicher, die haben 1600 Wattstunden Kapazität und du kannst fünf übereinander stapeln. Also du kannst die kombinieren und dann hast du knapp 10 Kilowattstunden an Speicher, was schon einmal nicht so schlecht ist. Aber wie gesagt, du gibst die. Wenn der untertags wirklich voll werden sollte, ja, gibst du halt nur 600 Watt ab ans Heimnetz, was ja blöd ist. Ja, aber es ist für alle, die sich denken, sie können oder sie wollen damit einfach über die laufenden Kosten was sparen oder alle, die, so wie du davor gesagt hast, die einfach an der Energiewende vielleicht ein bisschen teilhaben wollen, Ja. aktiv teilnehmen wollen. Weil der Preis Ja. ist jetzt, ich finde jetzt 1100 € ist okay. Jetzt nimmst du noch zwei, drei so eine Paneele dazu, die kosten nicht die Welt. Das sind vielleicht 300 €, die sind wirklich sehr günstig. Muss aber aufpassen, könntest schon mit 3 über die Richtwerte für das Balkonkraftwerk rausgehen. Da musst du ja aufpassen, das ist ja beschränkt. Auf. Ich weiß es nicht, was es jetzt ist, aber die Stromanbieter definieren das, weil sonst weil da brauchst du gleich quasi das, also ein schnelles Okay einholen, Ja, das weil wenn ist ja du das mit den 600 Watt. Oder 8, genau, nein, oder 6 oder 800 Watt. das ist aber auch auf KW Peak beschränkt oder sowas. Ja, aber das ist ja in dem Fall ja nicht tragend, weil deine Photovoltaikanlage speist den Akku und nicht ins Das Stromnetz. Ja, das, ja doch, wenn der Akku voll ist, geht es ja ins Dann geht es Stromnetz. ins Stromnetz, ja. Ja, und deshalb brauchst du eben, sobald es übers Balkonkraftwerk hinausgeht, kommt ja bei uns in Österreich dein Netzbetreiber Ja, vorbei aber und prüft es. der Akku speist ja nur mit 600 Watt ein. Schon klar, aber du musst dann trotzdem das Okay da einholen. Also dann muss es geprüft werden. Also Balkonkraftwerk kannst du machen, musst auch melden beim Stromanbieter. Echt? Ja. Hast du dir schon einmal eingelesen dazu? Also wenn sich das jetzt nicht gravierend geändert hat, müsste es noch so sein, dass du das melden musst. Ist deine Bewilligung notwendig? Ja. Bis 800 Watt sogar in 800 Österreich. Watt. Ja, in Deutschland haben sie es jetzt auch aufgekippt, Ja. ja, auf 800 Watt. 800 Watt, bla bla bla, bla bla bla. Wechselrichter, ja, das ist in dem Fall jetzt da der Akku, bla bla bla. Na, 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 okay. Und jetzt liest noch, ob Bewilligung notwendig ist. Anbringen der Paneele zu einer Änderung des Erscheinungsbildes des Hauses, was wiederum Ja. bewilligungspflichtig ist. Das ist sowieso Ja, klar. das ist halt, wenn du, ja, das ist halt, wenn du Mieter bist, dann blöd, ja. Und regionale Bauordnungen, ja, das wäre mir ziemlich wurscht, da kann der Bürgermeister auch umhupfen wie ein Rumpelstilzchen, das wäre mir egal.
Aber dass man da irgendwas beim Stromerzeuger einbringen muss, steht da soweit jetzt nirgends. Warte mal. Ja, eine Meldung an den Netzbetreiber muss spätestens 2 Wochen vor der Inbetriebnahme der PV-Anlage erfolgen. Also die maximal zulässige Nichtgenehmigungspflicht der Anlagen beträgt 800 Watt. Bei Grundkraftwerke bis 800 Watt sind Kleinerzeugungsanlagen, müssen im Netzbetreiber gemeldet werden. Eine aufwendige Genehmigung, was ist da? Eine ist jedoch nicht erforderlich. Ja, Das eben. heißt, melden musst du es, ja. Ja. Also in dem Fall war das jetzt also ein 2300-Euro-Paket mit Ja. 4x435 Watt Paneelen mit Bodenhalterung und einer Solarbank. 4 mal wie viel? 4x435 Watt. Das ist das, Ja, was das. du in die Batterie einspeist. Die verteilte das dann. Ja, jetzt ist halt die Frage, Ich glaube, bist du jetzt dann drüber oder nicht? über was? Über die 800 Watt. Naja, der Akku speist dir nur mit 5, mit 600 ein. Ah, okay, das heißt, auch wenn du jetzt zu viel hättest, gib er einfach nur mal Nur das gibt sozusagen. nur die 600 Watt Ah, ab. okay, ja, Also war es okay, in ja, dem verstehe. Fall vollkommen Blunzen. Du kannst sogar 10 Ja. Photovoltaikpaneele draufhängen, da hättest du, keine Ahnung, 4000 Watt. Irgendwann ist das Teil halt voll, aber gut, er speist trotzdem nur 600 Watt ein. Es zerreißt halt irgendwann den Akku, aber sonst ist kein Problem. Na, Ich weiß gar nicht, was Spaß. Ja, passiert. Das ich habe keine muss Ahnung. mir mal Frag. bitte Elektriker Ja. erklären. Was passiert da, wenn zu viel. Es gibt ihm zu viel Strom. Nein, 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 er muss dann ins Netz. Es geht nicht, er muss ja wohin. Es geht nicht anders. Naja, Er kann nicht verschwinden. Es geht nicht. oder produzieren nachher ad hoc die Wahrscheinlich. Paneele nichts mehr? Na, das geht ja nicht. Wo willst du denn hin? Das produziert ja, wenn es eingesteckt ist, produziert es. Ja, aber wie Der Strom muss wohin? was passiert, wenn Ja, er geht ins Foto? Netz. Ja, aber er kann ja nur 600 einspeisen. Ach so, du, ja gut, du machst jetzt dann, wenn du jetzt 800 Watt reingehen und nur 600 raus Ja. und er ist voll. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob da das Internet ein guter Ratgeber dafür Die größten Irrtümer aber Photovoltaik, ich weiß nicht so. Der Akku kann den überproduzierten Strom nicht aufnehmen, darum wird der Überschussstrom in das öffentliche Netz eingespeist. Aber was tut er, wenn er leist 600 Watt einspeisen kann? ich habe keine Ahnung. Photovoltaik-Mythen. Ich glaube, das ist eine Spezialfrage. Du musst ja mal anfragen. Ich kenne da jemanden. Was passiert, wenn kein Strom abgenommen wird? Wie? Verschwindet er einfach im Nichts? Die gute Nachricht ist, dass der überschüssige Strom nicht verloren geht, sondern auf. Ja, aber wie passiert das? Ah, Batteriebanken. Batteriespeicher sind wichtig. Die noch keine Net-Metering-Richtlinie, bla bla bla, bla bla bla. Okay, da muss ich wirklich einmal nachfragen. Ich weiß es nicht, wie das. Vielleicht weiß es jemand von unseren Hörern und Hörerinnen. Okay. Aber das klingt für mich noch ein eigentlich Ah, warte mal, ganz netten also, Ding. so, warte mal. Ich habe die Frage jetzt an ChatGPT gestellt. Ob das jetzt dann stimmt, keine Ahnung. Ja. Also, es gibt erstens,
Abregelung der Befahrlage. Moderne Befahrlagen sind oft mit einem sogenannten Abregelungssystem ausgestattet. Wenn die Batterie voll ist und keine weitere Einspeisung ins Netz möglich ist, kann der Wechselrichter die Leistung der PV-Anlage reduzieren oder ganz abschalten, um eine Überproduktion zu verhindern. Ah, okay, ja, das. Einspeisung. Ich kann der. Wenn die Batterie. Die meisten. Wenn das ein System ist, das sie überschießt für den genutzt. Na, aber das. Ich meine, wahrscheinlich, okay. Wahrscheinlich geht der Netz, geht es da, wahrscheinlich kannst du dann mehr ins, kann ja, wahrscheinlich kannst du dann mehr einfach einspeisen, ich weiß es nicht, aber wäre mal rein von der Ding her gute Frage. Ja. Aber keine Ahnung, kenne mich da nicht aus. Okay. Ist nicht mein. Metier. Na, Aber theoretisch. also das mit der Abregelung vom Wechselrichter, das ist auch das, was ich irgendwie so im Hinterkopf habe, aber. Das muss aber wahrscheinlich dann, geht es dann auf die Laufzeit vom Wechselrichter? Ja, aber die kosten nicht die Welt. Okay, na, weil irgendwas muss es, weil er muss es, weil du kannst ja so ein Photovoltaikpanel, das kannst du ja nicht auf einmal zack wegschalten. Wenn der Sonne drauf scheint, wird Strom produziert. Genau, ja. Das ist ja unmöglich, das zu stoppen. Abdecken. Ja, aber dann da kommt ja auch noch immer was durch. Ja, sicher. Aber Oder ja. du musst unverzüglich die Waschmaschine einschalten. Ja, so habe ich das oft mit überschüssiger Energie von der Solaranlage im Sommer, also Mit dem von der Wassermarsch. Warmwassersolaranlage, ja. Also letztes Jahr habe ich zweimal die Badewanne mit 80 Grad heißem Wasser befüllen müssen, einfach nur ein bisschen überschüssige Wärme wegzubringen. Ja. Weil der Pufferspeicher schon so Richtung 100 Grad gegangen ist. Ist das schlimm? Ich weiß nicht, der Pufferspeicher, wenn dort kochendes Wasser drinnen ist, will ich das nicht unbedingt im Keller stehen haben. Ist das schlimm für einen Pufferspeicher? Ja, 100 Grad kommt ein bisschen viel vor. Das geht ja wohl, oder? Das kocht. Ja, das ist ja wurscht. Ja, eben, ich weiß es nicht. Ja, aber du musst ja den Pufferspeicher 60 Grad, muss er ja mal mindestens haben, deswegen die Legionellen. Ja, kurzfristig 60 Grad, du musst nicht immer 60. Er muss Ja. nicht immer 60 Grad haben. Ja, war nicht schlecht. Er soll regelmäßig auf 60 Grad aufheizen, ja. Ja, ich sage, ich würde nie unter 60 fallen lassen. Ah, das tut nichts. Nein, nein, sowas fängt man gar nicht an. Also, 100 Grad kommt mir nicht so arg vor. 100 Grad ist kochendes Wasser. Ja, ist ja wurscht. Das kommt dann aus der Wasserleitung beim Ja, du musst Duschen. schon. Ja, dann lass es halt mal kurz rennen vor. Ich meine, du hast ja wohl diesen Regler da, der das zusammenmischt. Ja, na, na, also Aber. ich sage, es ist ja bei uns auch so, also die Regelung ist es so geschalten, er schaltet dann Fußbodenheizung dazu und Heizkörper. Einfach mal Im um. Sommer. Ja. Oh mein Gott. Im Sommer ist die Fußbodenheizung allerdings nur in den Badezimmern aktiv. Es ist fein, wenn es draußen 40 Grad hat und im Bad hat es 45. Im Bad ist es wurscht. Also von dem her. Eben, das ist dann leimer. Eben, dann ist es wurscht. Nein, im Badezimmer ist es wirklich egal, ob da die Fußbodenheizung auf 40 Grad brennt oder nicht. Das ist egal. Hauptsache überschüssige Wärme wegbringen. Hauptsache die Wärme ist. Ja, wie gesagt, 100 Grad Pufferspeicher Also, finde ich. ich habe keine Ahnung, aber ich finde das nicht so schlimm. Ein Pufferspeicher ist wahrscheinlich auf mehr ausgelegt. Ja, Solarthermie über 100 Grad, bla bla bla, über 100 Grad. Eine Temperatur von über 100 Grad kann dazu führen, dass der Pufferspeicher überhitzt und dadurch Ja, beschädigt über wird. 100 Grad. Über 100 Grad, ja. Ja, okay, explodieren tut das scheinbar nicht, aber. Nein, Clemens, hallo, die haben das sicher mit 200 Grad probiert. Ich weiß nicht, der Pufferspeicher ist älter als meine Solaranlage. Also von dem her, der ist noch für Ölheizung ausgelegt gewesen. Und mit der Ölheizung heizt man nicht auf 100 Grad, dann ist man nämlich
danach arm wie eine Kirchenmaus, oder wie sagt man da? Ja, na, aber das würde mich jetzt überraschen, dass das ein Problem wäre. Muss ja mal einen Installateur fragen. Meine Überlegung war ja am Anfang einmal einen zweiten Pufferspeicher hertun. Dann hat man nämlich länger was vom warmen Wasser. Ja gut, aber was tust du denn mit dem ganzen warmen Wasser? Ja, bis der zweite 1000 Liter Speicher voll ist, 100 Grad hat, wird es eine Zeit dauern. Weiß ich nicht, im Sommer durchaus möglich. Ja, dann hätte ich ja schon 200 Grad im ersten Speicher, also von dem her. Natürlich, das steigt ja quasi linear. Natürlich. Das geht natürlich immer gerade auf. Irgendwann hat er 1000. Da ist zwar kein Wasser mehr drin, aber okay. Okay, Gut. gut. Okay, so viel dazu. Das ist halt wieder mal absolutes Halbwissen da heute. Sehr gut. Das ist überhaupt kein Wissen, das ist Das ist Null Wissen. also hört nicht auf uns. Null Wissen, ja. Gut, ich komme wieder zu Thunderbolt-Kabel, da kann ich mehr erzählen. Oh ja. Und zwar, es kommt jetzt etwas, man kennt es schon, es gibt jetzt Thunderbolt Share von Intel, kündigt das an, damit man jetzt PCs zusammenstecken kann, um Daten und von PC zu PC zuzugreifen, gemeinsam Tastatur zu nutzen, auch wenn du einen neuen PC hast, dass du den alten dann übertragen kannst und diese ganzen Geschichten. Das ist das, was ich mir seit 20 Jahren wünsche. Dass man einfach zwei PCs zusammensteckt. Das ist vor 20 Jahren, wo ich meinen ersten PC gehabt habe, mit einem Netzwerkanschluss. Mit einem Netz, also mit einem LAN-Anschluss. Nicht einmal da geht es ja. Du kannst ja nicht. Wohl, du kannst theoretisch schon eine Direktverbindung aufbauen. Mit einem. Was muss das für ein Kabel sein? Patchkabel? Patchkabel, gell? Wo zwei Adern Ach verdraht sein. so, ah, mein Gott, wo war das? War das nicht bei irgendeiner LAN-Party, wo dauernd jemand das scheiß Wort hat? Cross. Ja, genau, boah, wollen wir auch, wenn ich noch einmal Cross-Kabel her erinnern. Oh ja, lang ist ja. Na, stimmt. Und jetzt bringen sie es aus, dass man zwei PCs einfach mit einem Kabel direkt verbinden kann, echt? Ja, mit Thunderbolt. Ja, cool. Ja. Allerdings wäre schon halt ein Intel-PC Ja, dafür brauchen, oder das nicht? haben wir gerade gedacht. Ich weiß es nicht. Ich meine, Thunderbolt hast halt prinzipiell meistens nur auf. Ja, ich habe halt USB-C, ja. USB-C 3.2, aber ja. Ja, aber wenn Thunderbolt nicht Ja, hast, dann hilft nein. dir das auch Ja, nichts. aber warum macht man nicht einfach an Standard USB-C 3.5, Na, na, das geht zwei ja nicht. PCs und jeder PC taucht beim anderen als Folder auf. Fertig. Und dann kannst du Dateien hin und her kopieren, wie du willst. Es wäre alles viel zu einfach. Das wäre ja schön. Ja, das wäre viel zu schön. Also das kann ich nicht machen, das geht nicht. Ah, Aber ja, dein Traum wäre so halb wahr. halb war ja. Also Tastatur kannst du auch nicht dann nutzen. Ohne? Aber wie? Ja, du hast beim einen PC das und du kannst dann beim anderen das, weil es ja verbunden ist und alles. Kann ich mit einer? Ja, aber wie soll ich. Das Tool ermöglicht den Zugriff von PC zu PC, wobei Bildschirm, Tastatur, Maus und Speicher gemeinsam genutzt werden könnten. Die Software erlaubt auch die Synchronisierung von Ordnern oder die einfache Übertragung von Daten per Drag and Drop. Ja, das ist das, was ich brauche. Alles andere Ja, das. wirkt ein bisschen. Genau, das kannst du aber alles dann machen. Wo kann man das nicht vorstellen, wie du, was das mit dem Display, was du mit Bildschirm, Du, wie das das sein lässt man sich dann soll, was überraschen. da, was verstehe ich nicht. Ist das dann quasi Remote Desktop Verbindung? So in etwa Ah, wahrscheinlich, halt okay. übers Kabel. Halt übers Kabel. Okay. Also Clemens Traum wird wahr. Naja, nicht so ganz. Naja, okay. Gut, du hast noch was Schönes zum Rabbit Hole 1. Das war Ja, das. das
Also das Rabbit R1-Ding, das soll anscheinend auf Betrug aufbauen. Das kommt dann später nochmal in die Lesepixer vor, weil dieser YouTuber CoffeeZilla hat da ein schönes Video dazu gemacht. Ich würde sagen, wir kämen einfach später nochmal dazu. Aber da ist es auch zum Lesen. Für jeden, der es lesen will, kann man es da noch lesen. Ja, aber du hast da dazu noch ein Video, oder? Es kommt dann später noch ein Video, Aber du genau, in tust die noch einen Lesung. zusammenfassenden Inhalt des Ja, Videos, ja. oder? Okay. Okay, Spaßpicks habe ich keinen, weil der Clemens hat keinen Spaß. Das ist richtig. Gut. Electronic Arts will mehr Ingame-Werbung. Also, ich kling für mich danach, kann lei Mist werden. Ja, okay. Also, das ist immer nervig. Und ja, man, ich meine, es hat ja schon, also in Spiele Product Placement kennt man ja schon. Ja. Also das ist halt so diese unscheinbarere Art der Werbung. Aber wie aggressiv das jetzt ist, ich meine, bei EA gehe ich davon aus, sehr aggressiv. Naja. Naja, ich würde ja prinzipiell, ich würde ja jetzt prinzipiell nicht sagen, dass es, wenn jetzt so ein Spiel zum Beispiel hast, keine Ahnung, wie Cyberpunk, du bist du in irgendeiner futuristischen Stadt unterwegs, wo überall Werbeplakate und LED-Banner und Monitore sind, dass sich da eigentlich quasi real existierende Unternehmen ihren Bannerplatz einkaufen können, finde ich jetzt nicht Naja, es ist halt sehr subtil und schlimm. es ist eigentlich bösartig fast schon, weil, weißt du, du bist dann in so einer Welt, wo du eigentlich so diese Filter abschaltest. Ja, er, Das ist einerseits halt das das. und zweitens, du zahlst wahrscheinlich am Preis für das Spiel und kriegst dann, das ist so wie Amazon Prime mit Genau. Prime Video und trotzdem Werbung. Genau. Genau, da denke ich mir so, für was zahle ich Ja, eigentlich? genau, ja. Also ich finde das schon sehr perfide, ja, ich meine, das, was du gesagt hast, wäre sowieso super perfide. So, Also so das, wie ich das machen. ja, ich meine, schon klar, als Firma super Idee. Also die Werbung kann schon richtig gut verkaufen, Ja. weil das ist, das Ja, knallt natürlich dann kauft richtig. sich halt Coca-Cola halt da ein entsprechendes Werbebanner. Ich würde, das finde ich an sich jetzt nicht so, nicht Naja, problematisch. wär mal, also würde ich per Gesetz verbieten. Ja, sicher, aber du zahlst ja für das Produkt ja schon einen bestehenden Preis und wärst dann trotzdem mit Werbung zugeballert. Ja, da wär ich mit Werbung zugeballert. Das würde ich jetzt. Mein, es ist ja so bei den FIFA-Spielen, NHL oder was auch immer, keine Ahnung, also NHL von 2K und FIFA halt früher bei EA und jetzt bei Activision, keine Ahnung, wer jetzt Fußballspiele macht. Das hast du ja auch die Werbebanner. Du hast ja da die real existierenden Ja, Werbebanner. das ist ja genauso eine Geschichte. Ich meine, ja, Das ist also halt beim Deal schon drin. ich finde es halt trotzdem, also nach wie vor würde ich das komisch finden, weil ich warte dann drauf, bis ein Spiel im Mittelalter spielt und dann ein Barde herhupft und dir einen Song von einer Firma vorträllert. Weil dann Ja. herrscht auf einmal im Hintergrund im Mittelalter ein Coca-Cola-Jingle. Ja, nein, das stimmt schon, das muss schon passen. Ich glaube, das ist EA ziemlich Aber wurscht, das ob ist das da eine EA. passt. Ja, so wollt dir die Immersion zusammenhaut, ist es sowieso Arsch. Also kannst du es eh vergessen. Aber ich sag halt so wie bei einem Setting wie ein GTA oder ein Cyberpunk. Ja, aber da finde ich es halt perfide, weil das spielen halt auch junge Leute. Weißt du, da ist jeder Ich Filter weiß nicht, ich weg. glaub, vielleicht wird das sogar die Immersion noch stärken, gerade bei den zwei Spielen. Ja, ich meine, aber GTA ist ja das Witzige, dass diese Banner relativ kritisch sein und da lustig. Ja, Also sind ja eh, ironisch. eh, eh. Also das macht ja den Charme aus, dass es eigentlich das Ganze quasi aufs Korn nimmt und nicht, Ja, es weil wenn da, persifliert halt alles ja, ein bisschen, genau, wenn da aber. jetzt reale Ding drin wäre, wäre das auch
Ja, klar, Rockstar Games oder Take-Two könnt da Schweinegeld damit verdienen. Und denen ist es eh scheißegal. Die Ja, will aber eh nur sie, Geld. also, ja, die könnten damit das Schweinegeld verdienen. Und es wäre halt super, ich halte das für die perfideste, eine der perfidesten Werbeformen, was du machen kannst. Ja. Weil, weißt du, wenn das dann auch noch, du kennst ja Firmen, Coca-Cola wird dann ja nicht hergehen und da eine reine Coca-Cola-Bande machen. Die würden das schon perfider machen. Also, oder was weiß ich wäre, aber da wird, es wird dann schon jemand was einfallen, dass da in dem Fall dann das dazu führt, dass du mehr von diesem Softdrink trinken wirst. Ja, klar. Also das ist das. Ich meine, ich will jetzt da nicht nur Coca-Cola da reinnehmen. Also das wird, jede Firma wird das machen, weil die wollen natürlich ihr Getränk verkaufen. Ja. Oder gehen wir, was weiß ich, gehen einen Schritt weiter, wo es wahrscheinlich auch sofort schlagend wäre, wäre diese Nikotinbeutel oder sonst was. Die wären dann halt da überall drin. Deshalb, also ich wüsste nicht, ob da, ob das, also ich halt, ich meine, ich Nein, verstehe deinen Ansatz. ich bin absoluter Feind von dem. Ich hasse Werbung eh in jeder Hinsicht. Ja, wir wären, ich meine, ich Ist sag so, zumindest so schlecht gemachte Werbung. ich meine, solange das, das Problem ist ja eher mittlerweile das, dass wir eigentlich ja Werbung haben, der hochgradig getrackt ist. Das heißt, es basiert auf Cookies und was weiß ich was allen. Wenn das reine Ding Werbung ist, wo du nicht weißt, wer es liest, wer es sieht und wo du keine Ding hast, ist es ja no wurscht. Aber natürlich bei GTA, sagen wir es, nehmen wir ein Beispiel GTA her oder sonst was, du kennst ja die genaue Zielgruppe, wer das Spiel spielt. Das heißt, diese Firmen würden dann schon wissen, wo sie Werbung machen müssen. Und EA wäre als Paradebeispiel. FIFA, oder das heißt jetzt anders, oder was weiß ich, wie das jetzt heißt. Das würde sich ja perfekt dafür eignen. Weil das könnte ich voll klatschen mit Werbung. Und es würde dir nicht am Lauf fallen. Weil du eh schon gesagt hast, diese Banden und das Ganze seien ja sowieso voll mit Werbung. Ja, so wie bei einem normalen Fußballspiel hat er. Ja. Das seien ja, was Gott wie viel. Ich meine, ist eh alles digital mittlerweile, diese Banden, aber Fußballspiele-Event. Ich glaube, das geht ja sogar so weit, dass da unterschiedliche Kameras unterschiedliche Dinge einfangen können für unterschiedliche Sendestationen. Es geht sogar so weit, dass in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Werbung Genau, angezeigt ja. wird. Also das wird quasi on demand, Ja. wird da die Werbung drauf projiziert für die Kamera. Genau. Also kann es sein, dass du in Österreich und Deutschland die gleiche Kameraeinstellung hast, aber andere Werbung drauf siehst. Genau, als Beispiel. Was schon an und für sich schon auch irre ist. Aber ja, man hat halt unterschiedliche Zielgruppen. Genau. Als Beispiel, was weiß ich. Nein, es war genau, war also der Klassiker. Du hast ja unterschiedliche Softdrinks, die es in gewisse Länder gar nicht gibt, von einem gewissen Hersteller. Und dann kannst du natürlich auch wechseln. Ja, klar. Also, das geht ja dann alles. Und basierend auf deinem Profil bei deinem EA-Account kann natürlich sehr gut personalisierte Werbung eingeblendet werden. Vielleicht für das Spiel, was dich auch noch interessieren könnte. Während du aber eigentlich in einem kompletten anderen Spiel bist und du eigentlich Ja, das ist. der Immersion des eigentlichen Spiels jetzt erliegst, und dann wär's ja noch mit sinnloser Werbung zugeklatscht. Das ist ja das, ja, das ist eigentlich das Problem dabei. Ja. EA wird es umsetzen. Also mich das wundern, wenn es nicht kommen würde irgendwann. Ja. Und Also das. wahrscheinlich ist das in 5 Jahren wieder voll. Wahrscheinlich irritiert uns das in 10 Jahren gar nicht mehr. Also es wäre entweder so, dass du das unter Anführungszeichen das Glück haben kannst, oder dass der Gesetzgeber wie bei diesen Lootboxen eingreift. Hat ja auch nichts gebracht bis jetzt, oder? Ja, in den Ländern, wo es verboten ist, ist es nicht mehr. Ah, okay. Aber sagen wir mal so, solange das nicht jetzt an europaweit oder sowas verboten wird oder Europa, Amerika, ja, wird es halt jeder natürlich machen. Ja, klar.
Ja. weil es halt ein Riesengeschäft ist. Ich meine, nebenbei ist ja dieses, das heißt ja nicht mehr FIFA, ich weiß nicht, wie es neu heißt. Ja. EA Football oder was weiß ich, was ist ja wurscht. Football ist was anderes. Ah ja, stimmt. FC24 heißt. Ja, ich meine, das ist ja nebenbei, das ist ja das schon allein, da wird ja nicht viel gemacht und es wird jedes Jahr neu gekauft. Das ist ja jetzt, ja, ich glaube, der andere, es gibt ja noch einen zweiten Anbieter, also die, was früher aber ist Pro Evolution Soccer rausgebracht haben. Ja. Die haben ja jetzt auch die offizielle FIFA-Lizenz und deren Spiel ist aber free to play. Ja. Und da kannst du dir auch alles Mögliche an Teams und so weiter zusammen kaufen. Ist ja auch beim FIFA, also beim FC24 so, dass du dir, wenn du dein super Team haben willst, Ja, das heißt ja, musst du ja. das heißt ja dieses Das Ultimate-Ding da. Ultimate, dann kaufst du deine Genau. Kartendecks Ja, und genau. vielleicht ist da dein gewünschter Spieler in dem Kartendeck drin. Wenn nicht, hast du Pech gehabt und wenn. Ja, die Wahrscheinlichkeit auf die Gurten ist verflucht gering. Ja. Deshalb seien es ja in manche Länder Ja. verboten, weil es einfach Glücksspiel ist. Ultimate Team, ja, genau. Ja. Quasi, das seien die digitalen Sammelkarten. So. Und da sind wir aber jetzt beim Problem. Sie würden es nicht machen, wenn es nicht genutzt werden würde. Und Nein, nein, braucht man nicht reden. Solange du es. solange das spielende Volk da draußen sowas von verblödet ist und für 60 € oder 100 € oder 200 € sinnlos Geld aus dem Schmeißt für Kartendecks, wird es bleiben. Warum die Leute so dumm sind, dass sie es machen, verstehe ich nicht. Nein, weißt du was, ich will ja nicht einmal unbedingt sagen, Dumm? dass es dumm ist. Es ist ja einfach so, du musst ja mal denken, das sind ja teilweise, das spielen ja Kinder. Kinder und Jugendliche, ja, und es Ja, ist dumm. na ja eh, aber die nutzen halt genau das aus, weil die wissen es nicht besser. Ja, aber wie Immer. kämen Kinder dazu, 100 oder 200 € auszugeben für so etwas? Es ist ganz einfach, man nimmt vom Clemens die Kreditkarte und gibt die Nummer ein. Ja, aber dann setzt es aber was. Ja, gut, ich habe keine Kreditkarte und ich muss Zahlungen immer. Ja, Per na, aber Zwei-Faktor-Authentifizierung freigeben, also. Nimm jetzt das ganz simple Beispiel her. Weißt du, jetzt hat der eine hat's, weil er halt, was weiß ich, 10 Packen gekauft hat, hat halt vielleicht das Glück gehabt und diese eine Karte einmal kriegt, was eh ziemlich unwahrscheinlich ist. Ja. Und jetzt möchtest du sie auch haben. Ich will sie nicht haben, Weißt ne? du, na, ich sage, aber wenn das jetzt auf Kinder umlegst oder sowas, es ist halt das Perfide dran. Ja, ich würd's jetzt so nicht auf 10-Jährige, also die 10-Jährigen Du, sind sicher nicht die das zieht sich ja. kaufkräftige Na, Kundschaft aber da. was reicht ja, wenn der sein Taschengeld reinschmeißt. Ja, sicher. Böses. EA ist böse. Aber das wissen wir ja. Ja. Gut. Kommen wir zu den Laserpicks. Da habe ich nämlich nochmal zwei. Es ist ein Artikel bei Heise und es ist die Studie, also die habe ich auch da gleich verlinkt, nämlich James Webb Teleskop, mit dem schaut man ja ganz, 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 ganz tief und weit in die Anfänge des Universums hinein und da hat man jetzt eine Galaxie entdeckt, die 290 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden ist. Also Status quo dieser Galaxie heute wäre, dass die wahrscheinlich schon gar nicht mehr existiert, weil alles schwarzes Loch und es hat Aha. sich alles aufgesogen. Aber wie man die Galaxie jetzt sieht, ist es ja das Bild von vor 290, nicht von vor 290 Millionen Jahren, sondern ist Bild von vor knapp 13,7 Milliarden Jahren oder 13,5 Milliarden Jahren. Ja. Und diese Galaxie hat man entdeckt und das ist damit bislang die älteste, die man entdeckt hat. Also, und wie gesagt, jetzt gibt es die wahrscheinlich schon gar nicht mehr, aber das ist ja eine Momentaufnahme der damaligen Zeit. Finde ich ziemlich cool und die Studie habe ich auch verlinkt.
der ist sehr technisch und im Heise-Artikel gibt es zumindest ein paar Bilder dazu. Ja. Es schaut nicht so aus wie eine gewohnte Galaxie, das muss man auch gleich dazu sagen. Also es schaut nicht so aus wie so eine klassische Spiralgalaxie oder wie heißen die anderen? Dingsbums-Galaxie, weiß es nicht mehr. Nein, das ist eher so ein Haufen. Sternhaufen. Ein riesiger Sternhaufen. Und da, man geht da davon aus, dass der auch damals zu dem damaligen Zeitpunkt auch kein zentrales schwarzes Loch gehabt hat. Also so wie unsere Galaxie, wo sich ja dann die Sterne drumherum bewegen und dadurch so was wie eine Spiralgalaxie geschaffen wird. Sondern es ist hauptsächlich jetzt nochmal so ein Haufen an Sternen. Ja. 290 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das heißt, Universum Alter. Jetzt will ich mal schauen, wie alt unser Universum jetzt wirklich ist. 13,81 Milliarden Jahre. Das heißt, die Galaxie. Also, wir haben jetzt ungefähr 13,6 Milliarden. Sagen wir 13,5 Milliarden Jahre in die Vergangenheit geschaut mit dem James Webb Teleskop. Und 13,. 5 Milliarden Jahre, das sagt sich so leicht, aber wenn man das vor Augen führt, wie groß diese Zahl ist und wie lang wir Menschen existieren und wie lang wir Menschen eigentlich den letzten großen Weltkrieg hinter uns haben, ist das, was wir sind, einfach nichts in dem Zeitraum. Wir sind Ja, gut, null. das ist das sowieso. Ich meine, gut, die Weltkriege hätte man verzichten können. Natürlich, ja. Aber na klar, ich meine, was ist blöd gesagt? Ich Aber meine, auch wenn du zurückgehst, keine Ahnung, geh einfach zurück ins babylonische Zeitalter, keine Ahnung, ja, das ist geh nichts. 3000 Jahre zurück. Das ist nichts. Das ist nichts. Also wo die Menschheit so quasi sich zur Ja. Zivilisation, also Zivilis, ja, so eine Du, Zivilisation gegründet hat, das ist nichts in dem Vergleich. Nimm den Zeitpunkt her, wo quasi der Ursprung des Menschen war, das ist an nichts Ah, nix, im ja, im Vergleich Vergleich dort. dazu Das ist ist nix, ja. nichts. Das ist, ich meine, nimm auch so ein durchschnittliches Menschenleben, das ist überhaupt nichts. Das fällt nicht einmal mehr ins Gewicht bei der Zeit. Ja, genau. Also da merke, was sind jetzt blöd gesagt 80 oder 100 Jahre zu 290 Millionen Jahren? Genau, oder 13,5 Milliarden, ja. Ja, das ist nicht. Ja. Man. Ja, aber auf alle Fälle interessant und kann man sich durchschauen und ja. Gut. Was haben wir zu saubere Luft? Genau, und saubere Luft. Wir haben zu saubere Luft. Vor. Unsere Luft ist zu sauer. Aha. Und das hat man auch im Zuge der Pandemie, hat man das ja innerhalb kürzester Zeit schon ja, erkannt. Nämlich, da, es hat sehr weitaus weniger Schwertransport, Schiffverkehr auf der ganzen Welt gegeben von diesen Schiffen, die mit, keine Ahnung, die vorne mit dem grindigsten Öl, was es überhaupt gibt, nämlich Schweröl, also Ja, genau, ja, ja. wo nichts gefiltert oder sauber ist, oder die kriegen einfach quasi direkt von den Ölfarmen werden die bedankt und das hat man da halt schon gemerkt, mit dem Rückgang der Schifffahrt ist die Luft über den Ozeanen teilweise viel, 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 viel sauberer geworden. Saubere Luft heißt halt auch, dass die Sonnenstrahlung wiederum deutlich stärker durchdringt und damit das Wasser erwärmt. Da habe ich letztes Jahr schon eine Studie dazu gelesen und jetzt haben sie sich das nochmal in einer größeren Studie angeschaut, dass etwa 80% vom Temperaturanstieg, also des Anstiegs der gespeicherten Wärmeenergie in den Ozeanen, 80% rührt daher, dass die Luft so sauber ist und die Sonne die Meere schneller erhitzen kann damit. Genau, aber da steht am Ende des Artikels, von ganz unten steht noch ein schöner Satz: Lebermann hält von derlei Aussagen gar nichts. Es kann nicht die Entscheidung sein, machen wir Klimaschutz oder weniger Na Umweltverschmutzung, dass eh. der Klima. Also, weil ich höre ja jetzt schon wieder aufgrund dessen so manche Telegram-Gruppen überschwemmen,
dass so quasi, ja, Sie sehen, wir müssen den Verbrenner benutzen Ja, und naja, wir müssen. ich würde eher so sagen, in die Telegram-Gruppen werden sie eher sagen, jetzt muss man die ganzen Chemtrail-Flugzeuge endlich umbauen, dass sie Staubpartikel in die Atmosphäre Ah, sprühen und nicht mehr die Impfstoffe. richtig, ja, genau. Genau. Na, also das ist natürlich klar, das hat Folgeeffekte, aber wir haben halt vorher einfach zu sehr, nennen wir es unter Anführungszeichen, auf Kredit gelebt. Ja, eben. Das merkst du halt bei vielen Dingen und das sagt ja immer jeder, wenn du jetzt, sagen wir mal, von heute auf morgen diese ganzen Emissionen stoppen würdest, das Wird würde ja sich nur in im. erster Linie mal nichts ändern. Genau, das dauert sehr, sehr lang. Also das heißt, du hättest dann wahrscheinlich, ja, das dauert einfach wahrscheinlich Jahrzehnte. Ja, Also, dauert's auch, ja. vor allem, du hast ja nur die Nachwirkungen von die vorderen Jahre, die kommen ja immer nur dazu, das dauert halt Sicher, alles sicher. nach. Das schaukelt sich ja mit der Zeit. Also es ist sogar so, dass sie sagen, aber wenn wir es jetzt von heute auf morgen stoppen würden, Wird es noch schlimmer werden? wird sich's die nächsten Jahrzehnte so oder so trotzdem noch weiter aufschaukeln. Bis dann bei einem Peak, Genau. dass es anfängt, langsam wieder besser zu werden mit der Erwärmung. Genau. Also das, aber davon sind Von wir eh heute auf morgen weit aufhören, entfernt. davon sind wir weit davon entfernt, Weit ja. entfernt. Also das heißt, das soll jetzt nicht ja der Anspann sein, zu sagen, so, jetzt kaufe ich mir echt nochmal einen Ja, Verbrenner. na. Die Verbrenner an sich sind doch nicht das Problem, sondern es ist wirklich der Nein, nein, es ist Schwerverkehr das. von den Schiffen, ja. Ja, eh klar. Aber ja, du, natürlich. Also, es hat alles Ja, Auswirkungen. sicher. Ein kleines Radl und schon verstellst du das komplette Setting. Das ist nur eine Kleinigkeit zum Umdrehen und schon, ja, hapert es irgendwo anders. Gut, das war's von mir, von der Wissenschaft. Jetzt kommen wir noch zu den Rabbit R1. Also, um was es da im Grunde geht, ist diese Rabbit R1 Firma oder was es halt vorher war, hat halt vorher schon eine Art Vorgeschichte gehabt und zwar mit NFT-Scams unter Ja. Anführungszeichen. Also, das heißt, die haben schon vorher komische Dinge Ach so, abgezogen. wirklich? Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay. Ja. Also das war das, das heißt, die haben da schon vorher eigentlich einen dubiosen Ruf gehabt und das ist halt quasi jetzt dann das nächste Ding dazu. Okay. Also es wird da aufgeklärt, ich meine, Coffee Zilla ist der, was auf YouTube eigentlich diese ganzen Scam-Projekte irgendwie quasi, wo der mal Licht oder sozusagen Licht ins Dunkel bringt. Das geht von, ja, was weiß ich, von Logan Paul bis hin zu was weiß ich, was alles, was da drinnen ist. Also, da kann man sich lang das anschauen. Logan Paul, was? Ja, das ist auch so ein Influencer. Ah, okay. Also, spricht für die, dass du nicht Okay. kennst. Und ja, also, da ist halt das alles drin. Okay, also ich bin am Anfang nicht damit falsch gelegen, wie ich gesagt habe, dass das Ganze irgendwie fishy wirkt. Der Punkt ist ja, du hast es schon relativ früh geschickt. Du hast da eine gewisse Linkablei halt. Es waren halt damals noch, ja, man hat halt den Beweis nicht Ja. gehabt. Deshalb haben sie mir ja nicht in die Sendung reingegeben. Ja. Nein, Bei mir. das passt. Besprechen können wir es ja, aber wir haben es eh kritisch besprochen. Ich habe zuerst mal gesagt, das ist zu schön, um wahr zu sein. Dann ist es eher auserkennen, dass es im Endeffekt nur Android-Device ist und Genau. alles online auf Servern abgehandelt wird. Dass das jetzt noch einen Ahnung seinen Hintergrund hat, dass die, naja. Ein bisschen einen eigenen Dass Background die haben. nachher nochmal einen eigenen Background haben. Ganz schlecht ist es, also ist schlecht, aber für die, du mir damals ja erklärt hast, dass die das ja nur designt haben und nicht dahinter stehen, die, wie hat die designt? Na, die haben immer ein Teenage Engineering. Genau, für die ist das halt jetzt, glaube ich, auch ein bisschen prekär, weil ein bisschen in Verbindung gebracht werden sie halt, jetzt ja schon auch immer damit. Ja, das ist nicht, ich meine, natürlich, also, aber gut, da kann ich nur sagen, ja, haben wir nicht Ja, gewusst. sicher.
Das können Sie sagen, Also, aber wer das liest und dann liest er da Teenager ja, klar. Engineering im Artikel A, der denkt sich halt da, von dem muss ich auch die Finger lassen. Ja, nein, das natürlich Weil ist das nicht das war ja mein vorteilhaft Fehler, da. weil ich habe die ja damit direkt miteinander in Verbindung gebracht. Nein, nein, also Teenage Engineering hat nur das Design Ja. geliefert, also da ist sonst nichts. Also die haben das Produkt nicht entwickelt, die haben da nichts gemacht. Ich meine, erklärt natürlich ja, wie diese Firma vielleicht irgendwo so aus dem Nix hat kommen können. Weil, sagen wir mal so, du musst dir das ja alles leisten können. Teenage Engineering ist sicher nicht ganz günstig. Dann diese ganze Produktion ist nicht ganz günstig. Und die Personalkosten werden dafür, auch wenn es jetzt ein unter Anführungszeichen eine Android-App ist, kostet ja was. Ja, definitiv, ja. Also von den her, ja. Kostet ja auch Geld. Gut, dann haben wir es für heute, glaube Dann so können wir wirklich sagen, wir sollten eigentlich 2 Stunden 45. durch. Wieder einmal. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ja. Und wir hören uns bald wieder. Also ich glaube, wir haben sonst nichts mehr zu sagen, oder? Also, nicht, dass mir jetzt sonderlich was einfallen würde. Also, ich glaube, wir seien Durch. eigentlich durch. Außer du willst unbedingt die 3 Stunden Nein. knacken. Okay, das war eine klare Passt. Antwort, wie ihr alle gehört habt. Wir sind durch. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit, wo auch immer ihr gerade seid. Und bis zum nächsten Mal. Okay, passt. Also, Tschüss. ciao.